Hallo zusammen, herzlich willkommen heute Abend zu einem neuen Spiel. Heute ist der Release von Dragon's Dogma 2. Ein Spiel, was ich jetzt schon relativ lange tatsächlich im Auge habe und ich schon von einer ganzen Weile angefragt hatte beim Netzwerk, ob wir da eventuell vielleicht Keys bekommen. Ja, an dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön an mein Netzwerk, an Alliance und den Publisher Capcom, dass ich hier den Key für den PC zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und dass wir heute starten können. Ich bin super mega gespannt auf das Spiel. Ich habe so viele Sachen mir schon, so viele Tests angeguckt im Vorfeld. Tatsächlich fallen jetzt gerade zu Beginn die ganzen oder sehr, sehr viele Bewertungen auf Steam zumindest sehr negativ aus. Manche davon kann ich verstehen. Bei manchen sage ich, okay, erstmal calm down. Das Spiel ist gerade erst frisch draußen und ja. Da laufen viele Spiele nicht so, wie sie laufen sollten am Anfang. Ich denke, da wird auch bestimmt bald erstmal ein Patch kommen. Was ich ein bisschen schade finde, das schon mal vorweg für diejenigen, die vielleicht auch dran überlegen. Überlegt euch gut, was ihr für einen Charakter erstellt. Denn ihr könnt den Charakter nur einmal erstellen. Ihr könnt nicht mehrere Spielstände haben. Ihr könnt nicht den Spielstand einmal löschen, wenn ihr den einmal habt. Also nur über Umwege. Ihr müsst komplett wirklich von vorne starten, wenn ihr es euch irgendwie anders überlegt. Deswegen prüfe, wer sich ewig bindet. So, hallo Kuschel, hallo Zora, hallo Isabel, hallo Ellerchen, hallo Leni, hallo Jenny, hallo Anni, hallo Rebecca, hallo Jasmin, hallo Mia, hallo Regina. Schön, dass ihr da seid. Ich spiele das Spiel mit dem Controller, werde aber gleich wahrscheinlich das Erstellen vom Charakter mit der Maus oder der Tastatur machen. Gucken wir mal. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Wie in so einer guten Kochsendung. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Zack, hol ich den Charakter aus dem Backofen. Weil der Charakter-Creator, den könnt ihr übrigens kostenlos testen über Steam, ist unfassbar umfangreich. Es ist wirklich richtig heftig, was damit möglich ist. Und deswegen habe ich schon mal versucht, so grob mich zu erstellen im Vorfeld. Und ja, ich muss gleich nur, auch wenn ich eine Flugzeuglandebahn als Stirn habe, muss ich trotzdem, glaube ich, gleich die Stirn ein kleines bisschen weniger hoch machen. So, hallo ZZ, mein Tag war sehr, sehr gut. Ich hoffe, deiner auch, Isabel. So, gut Leute, dann starten wir mal das Spiel. Und jetzt werden wir gleich als allererstes mal in die Story eingeführt. Und ganz wichtig, wenn irgendwas am Ton nicht passt, wenn irgendwas leckt, gebt mir Bescheid. Ich konnte noch nicht so viel einstellen aufgrund dessen, dass es halt nur den einen Spielstand gibt. Und wenn man den einmal löscht, dann ist alles, sind alle Einstellungen auch gelöscht. Und ich weiß nicht, ob sich das Spiel mit YouTube, Twitch und TikTok versteht. Deswegen unbedingt Bescheid geben, wenn irgendwas nicht passt. Überzeugung ist der menschliche Wille, der seine größte Kraft erreicht. Ich glaube, jetzt bin ich gerade erst mal raus. Mach mal die Cam aus. On a guess, lend me your ears. Long as our Fevremont suffered. Without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the sovereign. My word, such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have awaited this moment. Thank you.
Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the sovereign of Vermont! Long live the sovereign! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect. Was ist jetzt passiert? Irgendwas hat mich in den Pausemodus gehauen, aber ich weiß nicht was. Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Abandon thy okay. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will. For naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Ausgrabungsstätte Kerker. Entschuldigung, ich bin auf der Fernsehsteuerung gesessen. Was fällt dir ein, Charmeur? Hallo erstmal und hallo Saskia. Ja, das Spiel, das kannst du tatsächlich mit Final Fantasy gar nicht vergleichen. Das sind beide Storyspiele, aber komplett anders aufgebaut. Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Genau, und jetzt können wir nämlich unseren Charakter erstellen. Du kannst entweder einen Gefangenen als Voreinstellung wählen oder den Gefangenen mit Kapuze, um das Aussehen eines Charakters von Grund auf anzupassen. Im Endeffekt ist es wurscht, weil ich mache sowieso eine Einstellung, die ich halt schon gewählt hatte. Ich hoffe, dass es hinhaut. Nicht, dass es jetzt nicht hinhaut, weil ich das schon einmal genutzt habe und dann den Spielstand einmal löschen musste. Gucken wir einfach mal. Ich hoffe, dass jetzt alles passt. Hallo Chris. Es ist tatsächlich jetzt weg. Es ist tatsächlich jetzt weg, Leute. Ich kann jetzt meine Voreinstellung nicht mehr wählen, weil ich schon einen Spielstand erstellt hatte und den wieder löschen musste, weil ich ansonsten schon im Spiel drin war. Wie gut, dass ich alle, absolut alle Einstellungen, die ich gemacht hatte, dass ich mir alles auf Fotos gesichert habe. Das wird jetzt aber ein kleines bisschen dauern, Leute. Ah, das ist sehr, sehr ärgerlich. Dankeschön, Charmeur, für die Gifted Sub. An Jenny. Dankeschön, Dankeschön. Da gucke ich jetzt gerade wahrscheinlich mal ein bisschen weniger in den Chat rein, weil ich jetzt zusehen möchte, dass ich das so schnell wie irgendwie möglich hier aufgebaut bekomme. Oh, Dankeschön, Kuschel. Verschenkt auch noch mal ein Sub. An Satras. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, das ist jetzt natürlich echt super blöd, dass man den Charakter nur einmal nutzen kann und wenn man ihn einmal genutzt hat, dann ist er halt weg. Das ist schon echt blöd. Also da müssen sie echt noch was tun. So, also ich schaue jetzt mal kurz weniger in den Chat rein, weil das dauert nämlich jetzt eine Weile. Und damit wir möglichst schnell durchkommen, würde ich sagen, mache ich das jetzt mal so zügig wie möglich. So, was habe ich nochmal für einen Basiskopf genommen? Das war Basiskopf 18. Welcher war das denn? War das der hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal. Wir haben hier 9. Ja doch, das muss der hier gewesen sein. Basiskopf 18, das kommt hin. Dann bestätigen wir das mal. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich hier eingestellt habe. Ich habe, ja, wie gesagt, müssen wir jetzt gucken. So.
Also, Körpergröße. Wie gesagt, ich werde jetzt zusehen. Ich habe mich tatsächlich hier auch, ich bin ja 1,68 groß, das habe ich auch so eingestellt. Rumpflänge hatte ich auf minus 22, nicht minus, auf 22. Ich finde nämlich, dass ich einen relativ kurzen Körper habe. Muskeltyp steht hier gar nicht. Es gibt nämlich 40 unterschiedliche Muskeltypen. Das ist jetzt schade. Wartet mal, Leute. Ich mache mal gerade die Beleuchtung anders, damit wir so ein bisschen mehr sehen, was wir hier tun. Dankeschön für deinen Sub-Charmeur an Setzfeld. So, meine Pikachu-Mütze tanzt jetzt gerade ein kleines bisschen weniger, damit ich hier schneller durchkomme. Muskeltyp kommt noch alles auf den Folgeseiten. Ja, Muskelstil ist schon hier. Also ich muss schon wirklich alles einzeln einstellen. Dankeschön, Drachenseele. An dein Gifted-Sub für Best Summertime. Sieht man halt auch gerade schlecht. Ey, das regt mich so auf. Ich habe 2 Stunden an meinem Charakter erstellt. Und jetzt ist einfach der Charakter, der erstellte Charakter im Eimer. Weil ich den Spielstand löschen musste. Ich dachte natürlich, okay, ich muss nur einmal einstellen. Oder ich muss ja einmal die Musik und sowas einstellen, dass das alles vom Sound her passt. Also erstelle ich mir einmal einen Charakter. Erstelle ich mir einmal einen Charakter, um reinzukommen. Aber ich dachte natürlich nicht, ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass dann alles im Eimer ist. Und dass ich keinen weiteren Spielstand erstellen kann und der einmal genutzte Charakter dann für immer weg ist. Also eigentlich war ich bestens vorbereitet, Leute. Das ist jetzt sehr, sehr schade. So, Unterkörpergröße 16. Wie gut, dass ich es mir wenigstens abfotografiert habe. So, also Leute, ich gucke gleich wieder in den Chat rein. Ja, der Muskelstil steht da dann gar nicht mehr. Das habe ich in diesem Untermenü fotografiert. Das ist natürlich doof. Kopf. Größe Kopf 0. Passt. Länge Kopf habe ich 7 gehabt. Breite Kopf minus 28. Tiefe Kopf minus 20. Höhe Gesicht hatte ich. Ah nee, das ist das mit der hohen Stirn. Da hatte ich minus 100. Das werde ich jetzt aber nicht wieder so krass machen. Das werde ich wahrscheinlich mal so auf minus 80 setzen. Wie gesagt, ich habe zwar eine Flugzeuglandebahn, aber nicht so krass. Ich habe tatsächlich, finde ich persönlich, einen recht langen Hals. Und die Dicke vom Hals geht auf minus 15. Oberkörper. Schulterhöhe kommt auf 0. Schulterbreite, ich habe keine breiten Schultern. Das hier auf minus 6. Brustdicke minus 9. Die hatte ich ein bisschen größer eingestellt. Meine sind definitiv kleiner. Aber damit das auch ein bisschen was sieht unter der Rüstung. Brusthöhe 87. Also ihr seht, es ist wirklich unfassbar, unfassbar detailliert, was man hier alles machen kann. Rumpfbreite minus 19. Minus 11 bei der Rumpftiefe. Armlänge. Null. Armgröße 13. Oberarmdicke. Ich trainiere ja nur schon, ne? Unterarmdicke. So. Unterkörper. Hier gehen wir auf 0.
Da gehen wir auch auf 0. Die Po-Größe wird erstmal raufgeschraubt. Für irgendwas muss das ja sinnvoll sein, dass ich trainiere. Doch, doch, das passt schon so. Beingröße. Oh, danke schön, Drachenseele, für weitere 5 Gifte-Zaps. An Midalona, an Stoppel, an Lupo Bianco, an Niji Cat und an Leni. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank dir. Dankeschön, Dankeschön. Ich kann das gerade gar nicht so richtig feiern, weil sonst kommen wir hier, sonst schaffen wir heute nicht viel im Spiel. Und das wäre sehr, sehr schade. Wir verlieren jetzt leider ungefähr eine halbe Stunde. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank dir. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich weiß es aber trotzdem sehr zu schätzen, auch wenn ich gerade mit dem Verschieben der Regler beschäftigt bin. Jetzt müssen wir da hin. Jetzt geht's nämlich hier weiter, Leute. Hier steht jetzt Basiskopf 16. Naja. Und Yukini TV subbt auch mit Prime. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben herzlichen Dank. Gleich geht's hier richtig los. Ich hatte eigentlich einen Charakter vorerstellt, Leute. Aber für diejenigen, die jetzt gerade noch neu dazugekommen sind, das Problem ist aber, dass das alles nicht so richtig übernommen wurde, wie es hätte übernommen werden sollen. Warum ist hier so dunkel? Also mein Charakter war eigentlich nicht so dunkel. Aber ja gut, dann ist das halt mal so. So, Falten 44, Glanz der Haut auf 23, Augenbrauen. Minus 99. Ich beeile mich, Leute. Ich mache so schnell ich kann. Jetzt fühle ich mich schlecht, dabei kann ich gar nichts dafür hier. Minus 1. Minus 11. Nochmal minus 11. 100. Und minus 99. Ich habe nämlich sehr tiefliegende Augenbrauen. So, die Augen. Also ihr könnt euch echt vorstellen, wenn ihr jetzt seht, was ich hier alles einstellen kann, wie lange ich halt eben einfach dran gesessen habe am Erstellen. Das ist, also ich liebe es, wenn man den Charakter so ultra detailliert erstellen kann. Hat aber halt auch wirklich den Nachteil, dass man super lang dran sitzt, wenn man detailverliebt ist. Aber dann lieber super lang dran sitzen. Was ursprünglich vorbereitet war, als halt nicht so viel. Guck mal, ich kann hier auch noch auswählen, ob ich ein Auge zu habe. Dass das vielleicht zum Beispiel verletzt wurde im Kampf oder sowas und ich deswegen sage, hey, das kann ich nicht mehr richtig aufhalten, das offen halten. Das finde ich auch sehr cool. So, Nasenlänge. Gehen wir mal auf 15 hier. Das hier muss auf 13. Minus 34. 0, 1. Minus 9. -22. Dann haben wir hier minus 4. 74. Minus 28. Das hier ist minus 49. Dankeschön! 50 Bits von Chameur. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank dir. Dankeschön.
Dankeschön. Berauschend, was man da alles einstellen kann. Soll ich esse das oben an der Scheibe? Ja, das wäre mega. Das wäre mega. Die Ohren. Größe 0. Winkel minus 37. 2. 13. Ihr müsst euch mal, es gibt ein ganz, ganz mega cooles Video auf GameStar. Danach habe ich mir tatsächlich diesen Creator auch runtergeladen. Da haben Leute, also Geralt zum Beispiel, mega gut nacherstellt. Das sieht einfach so gut aus. Und ich finde es wirklich toll, wie detailliert man hier wirklich alles, also wie toll man das auch echten Personen nachempfinden kann. Ich muss ehrlich sagen, ich bin leider nicht so gut da drin, Charaktere in Spielen echten Personen nachzuerstellen, nachzukreieren. Leider, leider ist nicht so mein Ding. Da bin ich eher weniger begabt drin. Aber wie gesagt, ich liebe es trotzdem. So, Mund. 0. Leute, wir ein bisschen haben wir noch, aber wir sind schon auf einem guten Weg. Minus 30. Wisst ihr, was ich cool gefunden hätte? Dass das hier so ist wie bei einem Final Fantasy Online, wo ich sagen kann, ich speichere das halt ab und dann habe ich das für immer abgespeichert. Egal wie oft ich das nutze, ist es für immer abgespeichert. Das wäre wirklich in meinen Augen noch sehr, sehr wichtig. Und mehr Spielstände halt echt. Obwohl wir ja theoretisch auf einem Charakter alles machen können. Es gibt ja unterschiedliche Laufbahnen. Ich habe mir das auch extra nochmal aufgeschrieben. Wir haben den Kämpfer. 29 minus. Wir haben den Kämpfer, wir haben den Bogenschützen. Wir haben den Dieb und wir haben den Magier. Und als unterschiedliche Laufbahnen. Ich habe mich schon für einen Bogenschützen entschieden. Ich möchte einen Bogenschützen spielen. Und wenn man... und man kann sich dann später auch weiter nochmal... spezialisieren quasi. Da gibt es ja nämlich nochmal Unterklassen. Das sind der Krieger. Das sind der Erzmagier. Die haben teilweise andere Skills, teilweise die gleichen Skills wie die Unterklassen, sag ich jetzt mal. Den Magiebogenschützen, den möchte ich spielen. Freue ich mich sehr drauf. Das sah nämlich schon sehr, sehr nice aus, was man da alles gesehen hat. So, Frisur wird bei mir Frisur 7. Das ist genau meine Frisur. Farbe, Ansatz wird 83. Das hier wird die 92. Dann wird es die mythische Klinge geben. Und den Illusionisten. Der ist wohl eher so ein bisschen mehr in Richtung Support unterwegs. Und dann gibt es hinterher als absolute Endlevel-Klasse quasi den Kriegsmeister. Und der Kriegsmeister, der kann so ein bisschen was von allem. Und das kann man alles auf ein und demselben Charakter machen. Hat halt echt den Vorteil, dass man... Was für eine Form? Form 4. Hat halt echt den Vorteil, dass man nicht für alles einen neuen Charakter anfangen muss. Ich weiß nicht, ob sie es deswegen so gemacht haben, mit den Speicherständen. Das ist für mich persönlich so eine Erklärung, die sein könnte. Aber ich hätte es halt trotzdem gut gefunden, wenn man mehrere Speicherstände haben könnte. 51, die 108 ist das hier. Minus 12 und 7. Also ich bin gespannt, ob sich da noch was tut. So, Länge, richtig schön lange Wimpern. Und schön dicht. Lidschatten, Leute. Ihr seht, man kann wirklich sehr, sehr viel machen. Aber so kriegt ihr jetzt vielleicht... Das hat auch einen Vorteil. Jetzt seht ihr mal, was alles machbar ist. Und ich kann wirklich nur sagen, wie gesagt, den Charaktereditor, wenn ihr auf sowas Bock habt,
Den kann sich jeder kostenlos runterladen über Steam. Da müsst ihr gar nichts für bezahlen. Da müsst ihr das Spiel nicht kaufen. Gar nichts. Das könnt ihr euch einfach so runterladen. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, da will ich mich auch gerne mal austoben, kann ich nur empfehlen. So, 62. 100. Volle Deckkraft beim Eyeliner. So, das passt auch. Wir sind schon bei den Sommersprossen. Die muss ich natürlich auch haben, Leute. Oh nein, da steht aber nicht bei, welche das sind. Sieht man das auch wieder nicht. Wieso bin ich eigentlich so dreckig? Aber ich glaube, das hier wären die richtigen. 69. Hat das denn so ein kleines bisschen Ähnlichkeit mit mir? Ich habe mir echt Mühe gegeben, aber ich, wie gesagt, ich tue mich da schwer mit. Und die 50 lassen wir hier. Lippenstil habe ich leider auch nicht. Sieht man auch nicht die Zahl da. Müssen wir mal gucken. Kraftlippen. Ich mag das bei, also gerade in solchen Spielen mag ich das tatsächlich gar nicht so. Sieht jetzt ja alles irgendwie viel krasser aus, als es ist. Hahaha. Stopp. Ich glaube, die Wangen, die muss ich jetzt hier mir mal so ein kleines bisschen schwächer machen. Die sehen so krass aus. Es reicht schon 50, würde ich sagen. Ja, und auch die Zähne. Wir können sogar einzelne Zähne, wir können sogar Zahnlücken auswählen. Wir können hier oben einzeln anklicken, ob alle Zähne da sein sollen oder nicht. Finde ich auch krass. Also, das ist schon massiv. So, Tattoos. Linker Arm. Ich habe hier eins am linken Arm. Da ist es. Der Stil, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, welcher das gewesen ist. Das war Stil. Stil Blümchen. Ich sehe aber hier die Farbe. Hier, das hier. Das hatte ich mir als Tattoo gewählt. Mit 5. 33. Nein, 32. Ist ja alles in der Richtigkeit. Wir haben nun 1. Auf der vertikalen Position 50. Also auch das kann man exakt genau einstellen. Gesamtmaße soll klein sein. Alles auf 13. Hier auf 1 passt. 100 passt. Gut, das hätten wir auch. Und Narben linker Arm. Ich habe ja auch Narben. Darüber habe ich ja mein Tattoo drüber stechen lassen. Quasi als Erinnerung, dass ich ja schon stark gewesen bin. Und ja, dass das nicht wieder vorkommen muss, in Anführungsstrichen. Und deswegen habe ich mich da ja entschieden, mir da das Tattoo drüber stechen zu lassen, die Narben. So. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir gleich mal. Hallo Prinzessin Mononoke erstmal. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen noch an diejenigen, die ich jetzt gerade, die an mir vorbeigegangen sind, jetzt so ein bisschen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Höhe, Gesicht. Ja doch, das passt schon so, oder? Vielleicht ein ganz kleines bisschen noch das Gesicht höher. Bin das ich? Kann man das so ganz grob? Also ihr müsst euch da jetzt eine Brille dran denken, aber... Kommt das hin? Die Frisur bin ja wohl mal voll ich.
Make-up, wenn ich mal ein bisschen mehr geschminkt bin. Ich finde die so cool. Ja, wir möchten mit diesen Änderungen fortführen. Stimme. Nehmen wir vielleicht mal die und Laufbahn Bogenschütze. Genau. Das bin ich. Sieht dir sehr ähnlich. Oh, da freue ich mich. Dankeschön, Talanisa. Und hallo, Alchen. Isabel hat auch geschrieben, finde ja. Oh, wunderbar. Habe ich halbwegs hinbekommen. So. Das ist jetzt also die Katrin. Und, oh, dankeschön noch an Ach Kuschel für einen weiteren Sub. Dankeschön, dankeschön. Vielen lieben Dank dir. Und den Spitznamen, Leute, den können wir nicht selber wählen. Den müssen wir hier aus der Auswahl wählen. Und da hatte ich, was hatte ich denn da genommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Karin gibt es natürlich wieder. Karin gibt es, aber wieder keine Katrin. Es gibt immer nur Karins. Aber keine Katrins. Das ist einfach diskriminierend hier. Aber ja, ich bin dann einfach mal Kat. Mit. Oder Cat. Wollen wir es Cat aussprechen? Warte mal, vielleicht gibt's ja Cat mit C. Cap gibt's. Guck mal, Catherine. Catherine gibt's. Ey, Catherine gibt's. Warum denn? Cherry. Cherry passt. Guck mal, YouTube-Kanal heißt doch Cherry Plumbob. Ja, ne? Ich habe jetzt das Gesicht ist tatsächlich schon ziemlich, ja, ja doch ein bisschen, könnte das vielleicht noch. Ah, stopp. Warte mal, wir machen den Kopf noch ein kleines bisschen schmaler. So machen wir das jetzt. Der Mund ist eigentlich auch ein bisschen zu breit. Oh nein, jetzt fängt es schon wieder an. Jetzt fängt es geht schon wieder los. Breite Mund. Ich habe gar nicht so einen breiten Mund. Mach meine Zehen draus. Jo, damit fahren wir jetzt fort. Und wir nehmen Cherry als Spitznamen. Wie gesagt, ich liebe Kirschen. Ich habe ja hier auch die Kirschblüte. Seht ihr gerade gar nicht. Arm fürs Blätter. Blüte am Arm. 33 Jahre jung, alt, wie auch immer man es nennen möchte. An meinem Rücken merke ich langsam alt. Mein Kopf würde eher sagen jung. Und ich, arme Frau, bin schon wieder ausgezogen. Jetzt bin ich wieder angezogen. Bestätigen, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Endgegner besiegt. Die Character Creation. Aber sie ist echt mega, mega cool. Like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Kann ich eigentlich auch anlassen hier, oder? Hätte ich dich unverfroren für den Vasallen, sei nicht so frech. Mayhap 'tis only natural seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Genau, wir sind nämlich jetzt keine Sterblichen mehr. Wir sind eine Erweckte. Wir haben von einem Drachen, deswegen habt ihr auch eben gesehen, vielleicht habt ihr es gesehen, unter der linken Brust, da war eine ganz, ganz große Narbe. Da hat uns nämlich ein Drache, hat uns das Herz rausgeschnitten mit einer Kralle. Der hat einmal diesen hier gemacht und hat es dann aufgepiekst und hat es sich schmecken lassen. Er hat einfach unser Herz weggesnackt. Und Dankeschön, Drachenseele. Und deswegen sind wir jetzt eine Erweckte. Das heißt, wir sind nicht sterblich in dem Sinn. Wir haben diesen Pakt mit dem Drachen, diese Verbindung mit dem Drachen. Und das ist jetzt so dieser Anfang der Geschichte. Worry not, Vessel. 3 days here and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards.
Sprachausgabe ist übrigens auf Englisch und auf Japanisch verfügbar. Ein oder mehrere Add-ons hinzugefügt, du wirst im Laufe des Spiels Zugang zu ihnen erhalten. Ich weiß nicht, ob das diese Anfangsrüstung ist. Ich habe nämlich so eine Anfangsrüstung bekommen. Grüßen. Pray. Do as he says and get in line. 'Tis for your own good, I say this. Oh, das ist ein lieber Schmusekater, der unterstützt uns erstmal, der hilft uns. Ja, und wie gesagt, wenn irgendwas mit dem Ton nicht passt, hier kann man auch relativ fein den Ton tatsächlich nachjustieren. Also von daher sagt mir einfach Bescheid, wenn irgendwas geändert werden muss. Und wir können momentan noch nicht sprinten. Wir hören momentan noch gar keine Schritte. Das ist aber hier in dem Bereich, glaube ich, normal. Wo ist mein Kamm? Mein Fell ist ganz zerzaust. Oh. Die Ausgrabungsstätte, auch genannt das Loch. Oh, welche denn, Kuschel? Ja, ich trinke ein Gönnergy. An dieser Stelle not sponsored. Ich komme ja schon. Die First Edition vom White Peach. Und ich muss sagen, der ist geil. Der ist richtig geil. Wir haben uns von jeder Sorte einen zum Trinken mitgenommen und einen zum Behalten. Richtig, ihr hört dumpfe Stampfen, dann ist ja gut. Ich höre nämlich gerade noch gar nichts. Ja. Den finde ich nicht verkehrt. Aber der hat mir zu viel Zucker, als dass er sich dafür für mich lohnen würde. Do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. So, und der führt uns jetzt zum ersten. Jetzt höre ich die Schritte auch. Und genau bis hierhin habe ich gespielt, um die Toneinstellungen zu machen. Bin hier ein bisschen hin und her gelaufen. Time for you to get to work. Gut, dann mal ran an die Arbeit. Hebt einen Felsen auf. You are prepared to work. Then you all begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Okay. Hier in dem Spiel ist das so ein bisschen oldschool RPG-mäßig. Ich glaube nicht so krass wie bei Gothic, aber schon so, dass wir halt auch wirklich die Questtexte lesen müssen, zuhören müssen. Boah, hier, Herkuline. Alter, ja, das bin ich. Ich weiß ja nicht, wie schwer der Stein ist, aber... Ja, ich habe halt Oberkörper trainiert. Wo muss ich die denn jetzt hinschmeißen? Guck mal hier, wie ich an ihm vorbeiziehe. Hopp, hopp. Links 2, 3, 4. Links 2, hier wahrscheinlich hin, oder? A job well done. Now the next step is to... Hä? Hä, wo war ich denn gerade? What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. So, jetzt können wir auch sprinten. Über B kann ich sprinten? Okay. Ungewohnt. Untersuche den Aufruhr. Oder kriegen wir jetzt das... Eigentlich macht das keinen Sinn, dass wir jetzt das Herz erst rausgeschnitten kriegen. Wir hatten ja schon... Oh. Eine Gorgonin. You've got to fell that fiend, even at the cost of your lives.
Jetzt ist es laut. Get me out of here. Now! Da hat er Schiss. Eben noch das große Maul die ganze Zeit gehabt und jetzt hat er Schiss. Oh Leute. Die Amazone ist erwacht. Ach du Scheiße. Lösen. Muss ich zielen? Warte mal, ruhiger Schuss. Ah, okay. Wenn ich der in ihre Hängebrüste schieße, ist das vielleicht eine Schwachstelle? Aber ich denke mal, ich darf sie wahrscheinlich nicht angucken. Wenn sie mich anguckt, dann werde ich wahrscheinlich auch versteinert. Ein Fronttritt. Jetzt drehe ich meine Verbündeten. Das bringt hier aber... Oh doch, das bringt viel. Beine habe ich scheinbar auch trainiert. Hab ich denn hier gerade irgendwas? Ist hier irgendwas, was ich werfen kann? Ist doch gerade gar nichts, was ich... Kann ich... Da ist... Nee, das, da kann ich auch nichts. Kann ich vielleicht mir so einen Stein holen und den werfen? Hier, die Truhe. Das hat nicht viel gebracht, was aber eigentlich relativ klar war. Mit A kann ich springen. Boah, hier! Ich habe ihre Augen getroffen, Schwachstelle. Wir haben sie! Bin schon voll drin im Game. Tisch ab. Hallo Jacqueline und hallo Julia. Vergessen, was aufschreiben hier. This way, Arisen. Come this way. Oh ja, ich war doch gerade noch am Schreiben. Mensch, Leute, unterbrecht mich doch nicht die ganze Zeit. Renne um dein Leben. Ja, dafür bin ich aber langsam unterwegs. Oh. Ui. Oh ja, Arschbombe. Hier sehe ich mich. Nee, Klippen springen würde ich mich, glaube ich, nicht trauen. Hätte ich wahrscheinlich Schiss, dass ich mir alles breche. Ich hätte auf Zypernklippen springen können, habe ich mich aber auch nicht getraut. Da standen überall, Schilder von wegen, springen ist tödlich, so nach dem Motto. Da habe ich mir gedacht, vielleicht doch lieber nicht. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Boah, der Greif. Ich würde sagen, das war mal ein ziemlich epischer Anfang, oder? Was meinst du, was du alles machst, wenn dein Leben davon ab... Ja, ja, gut. Ja, dann würde ich wahrscheinlich auch Klippen springen. Capcom präsentiert. Dragon's Dogma 2. Auch wenn die 2 fehlt hier.
Dankeschön, Kimli. Dein Kimi Lee. So, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für deinen Sub. Vielen lieben Dank. Oh, es ist richtig episch gemacht hier. Ach guck, Sasuke hat auch mitgewirkt. Ich mag japanische Namen. Warte mal, Hiroshi Hashimoto. Der Name, der sagt mir aber auch ganz klar was. Der ist mir nicht neu. Nein! Nicht der arme Greif. Mann. Hallo Julia, hallo Angelina und hallo Terror Benz. Break! Keep your distance, Arisen! Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you are truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Oi! Are you all right? What happened here? Die werden wir erledigen. Wie den Greifen erledigt hat. Falls the next. And now you stand before me. Ja, weil wir auf dem Greif drauf gesessen haben, Mensch. Wir sind Turuk Makto. Was it you then? The one who was riding on its back. Ja. It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Ich möchte ihn. Oh. Dankeschön, dass du uns gerettet hast. Boah, ist der groß. Das ist aber halt auch wirklich so, dass eine der coolen Sachen hier in Dragon's Dogma 2. Die Lebewesen hier. Die sind halt auch wirklich mal gigantisch groß. Und das hast du nicht in so vielen Spielen. Da hat Capcom wahrscheinlich durch Monster Hunter Erfahrung mit. Och, der Arme. Ach je, warte mal, ist da unten was? Ich bin schon im Blutfieber. Ach, das war nur ein moosiger Baumstamm. Nichts zu looten. So, wie sieht das jetzt für euch aus? Passt das vom... Oh, hier können wir aber was sammeln. Können wir noch mehr sammeln. Oh, 100 Gold haben wir hier gefunden. Da leckt irgendwas, dann könnt ihr es mir gerne schreiben. Bei mir im Spiel läuft gerade alles sehr, sehr flüssig. Where exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Vermont. Could it be you were held in the neighboring country of Batal? Ja, Batal ist das Land von den Katzen, quasi. That's unlikely.
Hallo Nina. Mach's gut, Prinzessin Mononoke. Oh, was haben wir denn da? Drei Gollums. Kobolde. LB und das X, damit ziehe ich den, okay. Ach, und damit schieße ich automatisch, damit muss ich nicht ziehen. Achso, aber ich muss... Das ist der ruhige Schuss. Ich weiß noch nicht, was der mir bringt. Man kann im Übrigen wohl immer nur 4 Skills dabei haben. Das heißt, man muss halt auch immer so ein bisschen situativ gucken, welche Skills man mitnimmt. Was sind EP, was sind DP? EP, Erfahrungspunkte, aber was sind DP? If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Ja, wir sezieren jetzt die Kobolde gleich mal. Aber wartet mal, ich glaube, ich muss ein kleines bisschen das leiser machen. So. Ah, das wollte ich gar nicht. Die Soundeffekte mache ich, glaube ich. Mache ich ein bisschen leiser. Aber ansonsten, es leckt nichts, geht's. Also ab und an lädt schon mal so ein bisschen nach. Das ist auch gerade noch so ein bisschen der Kritikpunkt auf Steam. Oder auch auf der PlayStation. Auf der PlayStation geht es ja wohl nicht über 30 FPS hinaus. Deswegen, da bin ich mal gespannt, ob da jetzt in naher Zukunft schon irgendwelche ersten Patches kommen, die das noch so ein bisschen fixen. Ich möchte hier direkt... Ach, guck mal, das da sieht aus, als ob ich's... Ich möchte hier was einsammeln. Was ist das? Grünlattich. Ich bin jetzt schon im Erkundungsmodus. Oh, guck mal. Weintrauben, Leute. Ich bin definitiv jetzt schon im Erkundungsmodus. Schade ist, dass es keine Reitmounts gibt. Hartknollen und Ehrwurz haben wir gerade. Es gibt keine Reitmounts, es gibt Ochsenkarren, die aber angegriffen werden können unterwegs von Monstern. Und es gibt wohl auch Schnellreisen, die aber relativ teure Items kosten. Und schon mal ein Tipp, den ich im Voraus schon gehört habe. Was ist das? Und zwar ist es wohl so, dass wenn man zum letzten Gasthaus zurückkehrt, bei dem man geschlafen hat, nicht bei dem man gewesen ist. Deswegen würde ich halt wirklich sagen, man sollte wahrscheinlich am besten wirklich bei jedem Gasthaus mal irgendwie eine Mütze Schlaf sammeln. Warte mal, der nervt mich hier mit dem Schild. Da muss ich mit dem Steady Shot schon wirklich am besten selber zielen. Damit ich übers Schild hinaus zielen kann. Und so wie es jetzt hier halt auch ist, der hier führt uns ja jetzt gerade nur irgendwo hin. Oh, Level Up! Wir werden aber im späteren Verlauf bis zu vier Vasallen im Team haben, die wir dann halt nicht selber steuern. Die kämpfen mit. Die kann man sich auch so ein bisschen zusammen, oder sollte man sich auch sinnvoll zusammenstellen, dass man zum Beispiel auch jemanden hat, der heilen kann, jemanden, der tanken kann und so weiter und so fort. Ich will mich umgucken, Justin mit Doppel-N. Und, genau. Und die kann man auch von anderen Spielern importieren und die haben dann auch den Erfahrungsstand von demjenigen, wo wir sie aus dem Spiel in unseren Spielstand reingeholt haben. Finde ich auch ganz interessant. Und die Grafik ist nicht auf Maximum. Ich war so ein bisschen ängstlich unterwegs, weil ich halt nicht weiß,
weil viele geschrieben haben, dass es so krasse Performance-Probleme macht. Deswegen habe ich mal vorsichtshalber nicht alles auf Maximum gestellt. Warte mal, Tutorial, wo finde ich das denn? Da finde ich das. Ich hatte schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich und Controller, das kannst du knicken. Ich muss das aber gedrückt halten. So, was haben wir denn hier? Fertigkeiten. Die Kernfertigkeiten sind grundlegende Fähigkeiten, die du sofort nutzen kannst, wenn du eine Laufbahn einschlägst. Waffenfertigkeiten sind mächtige Fähigkeiten, deren Einsatz Ausdauer benötigt. Um eine Waffenfertigkeit zu nutzen, halte LB gedrückt und drücke X, Y, A oder B. Okay. Die Kampfgrundlagen. Okay. Die Genauigkeit des Bogens erlaubt Bogenschützen, Gegner aus sicherer Entfernung niederzustrecken und es braucht nur ein paar gut gezielte Pfeile, um eine Lücke für ihre Verbündeten an der Spitze zu schaffen. Erfahrene Bogenschützen können ihrem Köcher eine Auswahl an Spezialpfeilen hinzufügen, die ihren Feinden Schwächungen zufügen. Da gibt es bestimmt auch vergiftete Pfeile und sowas. Drücke X, um einen Pfeil zu lösen, der automatisch einen Feind in der Nähe anvisiert, und nutze L, um ihn in eine bestimmte Richtung zu zielen, und drücke X wiederholt, um weiter auf denselben Feind zu schießen. Lösen ermöglicht leichteres Zielen, aber da die Pfeile nur minimal schaden und nicht weit fliegen, kombiniere es mit anderen Fertigkeiten. Und der ruhige Schuss. Drücke RB, um ruhiger Schuss zu benutzen und einen Pfeil mit tödlicher Präzision abzufeuern. Den Schwachpunkt eines Feindes zu treffen, ermöglicht dir, massiven Schaden zuzufügen. Das hatten wir eben schon bei Medusa. Da du Waffenfertigkeiten während des Spannens einsetzen kannst, entfesselst du mächtige Angriffe mit höherer Genauigkeit. Okay, gut. Haben wir das schon mal. Hier, Leute, hier geht's noch richtig rund, ich sag's euch. Man kann tatsächlich auf Drachen reiten, mehr oder weniger, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es auch mit Drachen möglich ist, inwieweit man hier Drachen großartig findet, wo es Sinn macht, auch drauf zu reiten. Aber man kann tatsächlich auf alle Monster, die man hier in dieser Welt findet, kann man draufklettern. Entweder man packt sich an der Seite fest, dann verbraucht man aber Ausdauer. Es gibt aber auch Punkte, wo man auf diesen Tieren dann draufstehen kann und dann fliegt man quasi mit. Man kann sie nur nicht steuern. Das ist nicht möglich. So. Damage-Punkt, ja, das könnte sein. Ich habe einen Roundhouse-Kick. Muss ich hier in meinen Klamotten, muss ich denen gegenübertreten. Das ist schon ein bisschen peinlich. Bisschen schon. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Rift Stone, do you not? We can take you to it. Pray, come this way. Punkt ist nämlich, eigentlich gibt es nur einen einzigen Erweckten. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Nicht schon wieder. Sag mir jetzt nicht, wir müssen jetzt einen Vasallen erstellen. Hier kann ich jetzt aus der Voreinstellung wählen. So eine Katze fände ich voll cool. Ich fände eine Katze toll.
aber gerne auch eine etwas kräftigere. Möchte ein, ja, eine Katze an meiner Seite, das sehe ich schon. Die finde ich cool. Die hat echt so ein richtiges Löwengesicht. Ich finde auch die Farbe voll schön. Ja. Heute ist macht Quatschentag, aber echt. Hallo Kati. So. Was können wir denn hier als Fell? Ich würde sie gerne vielleicht noch ein kleines. Ach nee, das ist so eine. Ich glaube tatsächlich, das Fell werde ich dann sogar grob lassen. Oder wollen wir sie heller machen? Oh, hier. Oh, Leo. Ja, ich will einen Leo. Oh, yes. Ja, Leo. Definitiv Leo. Oh, yo, yo. Und, oh, ja, so. Oh, mein Gott. Ja, die ist richtig cool. Die gefällt mir richtig gut. War so ein bisschen cremig vielleicht. Oh, das ist richtig cool. Oh, die finde ich mega. Die feiere ich jetzt schon. Die feiere ich jetzt schon. Ich kann gerne auch ein bisschen mehr Muskulatur haben. Ein bisschen kräftiger. Vom Oberkörper. Na, ganz so groß nicht, es ist eine Katze. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich euch gehauen. Das tut mir leid. Ja, das finde ich schon sehr cool. Ja, die ist richtig cool. Aber Leute, müssen auf jeden Fall die Haare noch ändern. Hier würde ich sonst gar nicht so super viel ändern. Also die feiere ich richtig. Frisur, was machen wir denn da mal? Die können halt ganz normale Frisuren haben. Das heißt, ich möchte jetzt hier auch mal durchgucken. sieht ein bisschen lustig aus. Oh Gott. Ah, ich weiß jetzt, woran das liegt. Das Geräusch, das ist TikTok. Ich weiß aber nicht, wieso das TikTok ist, weil dann sagt TikTok, dass ich inaktiv bin, aber bin ich ja eigentlich nicht. Das ist mysteriös. TikTok mobbt mich einfach. Ich werde heute wahrscheinlich so bis 22 Uhr streamen. Das hier wäre zum Beispiel schon mal cool. Aber ich finde tatsächlich auch so typische, also hier auch so Langhaarfrisuren, finde ich sogar auch irgendwie cool. Oh, hier bei den beiden Zöpfchen, das ist ja auch süß. Das mag ich auch gerne. Nee, da finde ich die beiden kurzen Zöpfchen süßer. Das hat auch was. Das ist so surreal, einfach eine Katze mit so Haaren zu erstellen. Oh, das finde ich auch gut. Aber ich find's cool.
Oh, das hier. Ich glaube, das ist es. Also ich glaube, das hier ist es. Das finde ich richtig gut. Machen wir mal nach unten dunkler. Das ist zwar eigentlich untypisch. Oder? Machen wir es lieber nicht. Nee, Leute, komm, machen wir lieber nicht. Jetzt ärgere ich mich hinterher noch. Und wir wissen ja schon, ich kann ja hier nichts großartig ändern. Ja, stimmt. Es gibt übrigens auch Elben. Oh yes, Leute. Nur die Augen. Die würde ich eventuell vielleicht noch ändern. Ich würde die, glaube ich, ganz gerne ein kleines bisschen hier so auf gelblich. Oder blau. Blau könnte auch richtig cool aussehen. Bei der Farbe hier. Weil man von den Augen eh nicht so viel sieht, aber das finde ich irgendwie cool. Das finde ich schon echt. Guck mal, die ist super hübsch einfach. Die finde ich richtig cool. Ist halt die Frage, zu was machen wir sie? Zur Magierin fände ich cool. Dann hätten wir, glaube ich, ich glaube, die können auch heilen. Kämpfer fände ich auch nicht schlecht. Kämpfer stellen sich ihren Feinden im Nahkampf mit Schwert und Schild. Ihre mächtigen Hiebe und Gegenangriffe strecken Feinde mit Leichtigkeit nieder. Aber Magier finde ich halt schon auch cool bei so einer Katze. Ja, also blau, also wie gesagt, die Augen sind sowieso relativ klein, aber das Blau sieht man trotzdem so ein bisschen. Hallo René, gute Nacht Jacqueline und hallo Nicole. Also eigentlich wäre es wahrscheinlich ganz, ganz sinnvoll, wenn wir Nahkämpfe hätten. Aber wie gesagt, die Magier, ihre Beherrschung von Verzauberung und Heilzaubern ist für jede Gruppe eine große Hilfe. Von daher würde ich sagen... Genau, soll sie dich heilen oder schützen? Und die Magier können auch guten Schaden machen. Wir kriegen hier auch noch zwei weitere Vasallen. Genau, also freitags habe ich zwar 21 Uhr circa drinstehen, aber da mache ich eigentlich meistens länger, weil das ist so der einzige Tag, wo ich länger machen kann. Boah, also ich bin jetzt echt am Überlegen. Wahrscheinlich wäre Kämpfer... Also die sind, ich glaube, die sind beide sinnvoll. Der Dieb, den würde ich nicht nehmen. Den Dieb, den halte ich für eher squishy, agil, guter Damage-Dealer, aber für squishy. Magier wahrscheinlich auch squishy, kann aber heilen. Der Kämpfer, ich weiß nicht, ob der spotten kann. Dann den Magier, ein vielseitiges Heilen und Damage... Ja, Magier ist schon cool. Wir kriegen ja auch noch weitere Vasallen. Wir nehmen jetzt erstmal Magier. Ihr sagt auch alle Magier. Dann machen wir sie zur Magierin. Gutherzig, loyal und hingebungsvoll. Die gehorsamste Art von Vasall legt den Schwerpunkt auf Unterstützung und hilft Verbündeten in der Not prompt. Rational und strategisch. Also es kann auch sein, wenn wir zum Beispiel, wenn irgendwie ein Riese mit dem Boden auf den Fuß stampft und wir hinfallen, dass die uns dann helfen aufzustehen. Solche Sachen halt auch. Rational und strategisch, Vasallen, die Vorsicht walten lassen, bevorzugt Verteidigung und Ausweichen und nutzt geschickte Taktiken, um zu überlegen. Das fände ich interessant bei dir für den Kämpfer. Neugierig und abenteuerlustig, Vasallen von der ehrlichsten Art, liebt das Erforschen und Sammeln von Gegenständen und mag die Herausforderung. Würde ich tatsächlich den Bogenschützen zuschieben? Unverblümt und impulsiv, ein Vasall, der sich nicht an Regeln hält, genießt den Nervenkitzel und greift wilde Feinde mit waghalsigen Angriffen an. Ist für mich am ehesten der Dieb.
Ich mache sie zu einem gutherzigen Vasallen. Ja. Ich würde auch sagen, der Magier zu dem passt gutherzig. Oh. The people here are evacuated. I'm oh ja. For the moment. Die Stimme hätte ich gerne gehabt. Boah, wie nennen wir sie denn? Nala. Oh, jetzt kommen hier die Klischees raus, Leute. Was haben wir denn? Haben wir einen schönen Spitznamen mit N? Nala geht. Dass wir den Spitznamen halt irgendwie so. Sonst lasst uns doch aus ihr eine Nila machen mit Spitznamen. So. Ja. Ich bin zufrieden mit unserer ersten Vasallin und ich habe mich auch überhaupt nicht lange aufgehalten. Boah, ist die cool. Leute, wir haben uns richtig entschieden. Pawns are known as Crossers of the Rift. For we are able to connect to and traverse other realms beyond this one. Ja, ich glaube, wir haben uns richtig entschieden. Ich muss erstmal gucken, mein Controller hat sich schon wieder ausgeschaltet. It is our duty to use our experiences and the knowledge we have gained to aid you on your journey, Arisen. From this day forth, I shall serve you as your loyal pawn. And aught I learn beyond the rift will be at your disposal. Oh, die hat voll die schöne Stimme. A pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. Ich würde mich ganz gerne erstmal einkleiden. No memories, you say. Klassiker. Wir stolpern in eine Spielwelt rein und haben keinerlei Erinnerung daran, was wir sind, was wir machen, was wir können. Null. Warum ich das mit Controller spiele? Capcom hat tatsächlich empfohlen, das mit dem Controller zu spielen. Und ich werde beides, denke ich, mal austesten. Ein typischer Tag bei mir. Mayhap you could make for Melv then. It was set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Okay, oh, jetzt hat's gerade ein bisschen geleckt bei mir. Der Außenposten der Grenzwache. Nördliches Lager der Grenzwache. Die Riftsteine. Das erinnert mich gerade so ein bisschen. Kennt noch jemand von euch Rift? Boah, das ist ja uralt. Das ist ja uralt. Kennt ihr noch Rift? Da kamen aber die Risse vom Himmel. Durch das Berühren eines Riftsteins kannst du zu der Brücke zwischen den Welten reisen, die viele Vasallen bei ihrer Reise jenseits des Rifts überqueren. Das ermöglicht dir, Vasallen zu beschwören, die deinen Spezifikationen entsprechen. Diese Vasallen steigen jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten. Daher wirst du regelmäßig neue Hilfsvasallen anheuern müssen. Genau das ist das, was ich meinte. Die wir jetzt gerade erstellt haben, die Nala, das ist unser eigener Haus- und Hofvasall quasi. Und die anderen, die können wir einfach so ins Spiel importieren. So. Können wir das jetzt hier auch schon machen? Können wir uns jetzt theoretisch... Pray, ask all you wish to know. I shall answer. If it is within my power to do so. Very well. Ja. May fortune speak. Gucken wir mal. Oh, wir haben noch Ruf bekommen oder sowas. Vasallen Wesensarten. Ah ja, genau, das ist ja halt das, was ich eben schon mal gesagt hatte. Kenne ich aber nur mal angespielt. Ich habe das sogar mal eine Weile relativ aktiv gespielt. Oha, hier leckt es jetzt aber ganz schön. Hier zieht es aber gerade ganz schön nach. Also es leckt nicht mal, aber es ist irgendwie, also es läuft flüssig, aber das ist eine ganz komische Bewegungsunschärfe.
Ah, warte mal. Warte mal, kann das sein, dass ich vergessen habe, Blumen wieder auszustellen, Bewegungsunschärfe auszustellen? Mache ich ja eigentlich meistens aus. Ich mag das nicht. Ja, Bewegungsunschärfe ist nämlich noch, an. Das hatte ich in dem Spielstand geändert, den ich löschen musste. Yo, oh Leute, Bewegungsunschärfe finde ich, das sieht meistens kacke aus. Das sieht meistens kacke aus. So, also wir müssen nach Melv. Oder Melve. Ich habe nur keine Ahnung, wo das ist. Und so verließen sie ihn. Jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn da? Kommissariat der Grenzwache. Ah, guck, Erholungsraum der Grenzwache. Riftstein. Ich würde da gerne mal hin. Wo ist das denn? Ach, warte mal, ich habe eine Minimap. Da. Du kannst ja nicht auf automatisch gespeicherte Daten verlassen, um deinen Fortschritt in dieser Welt zu sichern. Es wird empfohlen, dass du dich regelmäßig in Gasthäusern ausruhst, wenn du die Verlässlichkeit deiner Speicherdaten sicherstellen möchtest. Ja, ansonsten kann man nämlich ganz schnell ganz viel Fortschritt verlieren. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Aye, being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, 'tis worth devoting yourself to a vocation if you can. Opens up new doors, it does. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. They've much more to offer. Na gut. Wenn wir hier nichts zahlen, dann geht das ja auch mal klar. Die Übernachtung in einem Gasthaus stellt die Gesundheit und Ausdauer der Gruppe vollständig wieder her. Außerdem wird die Verlustleiste wiederhergestellt, die die Verringerung der Gesundheit bei Schaden anzeigt. Du kannst zudem wählen, ob du morgens oder nachts aufstehen willst, je nachdem, zu welcher Zeit du aufbrechen musst. Übernachte hier regelmäßig, um Risiken auf weiten Reisen zu minimieren. Genau, das war das, was ich meinte. We must rest, though the sun is still up. Aber jetzt ziehen wir dann gleich im Dunkeln los, oder? Addons erhalten. Die hinzugefügten Gegenstände werden ins Lager geschickt. Das Lager kann in jedem Gasthaus genutzt werden, indem man mit dem Gastwirt spricht. I knew it was only a matter of time before your skills reached a new height. There's no discipline that steadfast devotion cannot teach. Oh, guck hier, Nala hat auch schon ein Level abbekommen. I've beds to spare if you're looking for lodgings. And if you'd like to change your vocation, come see me anytime. 1000 Gold! Was? Hätten wir sogar. Aber 1000 Gold! Das ist ja Wucher! Was können wir denn hier alles nehmen? Genau, das sind die Sachen, die wir für den Anfang bekommen haben. Kann ich den hochwertigen Holzstab an Nala geben? Die nehme ich jetzt mal mit. Always a pleasure. Always look on the bright side of life. And prefer combat thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Ach, die können wir auch anheuern. Das ist ein Dieb. Oh, danke schön. Danke schön, danke schön, danke schön. Kuschel für dein Gifte-Zap an Lea. Hallo Lea erstmal. Wie geht's dir stets? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. So, Vasallen auf der... Ich will keine Belohnung haben. Das ist ja eigentlich ganz praktisch, ne? Please dispense with the formalities. They exhaust me so. Jetzt haben wir schon zwei. Wie kann ich jetzt, warte mal. Ausrüstung.
geben an Nala. Und Nala... Oh ja, der ist deutlich besser. Jetzt hat die schon mal einen besseren Stab. Kann, wenn, jetzt ist halt die Frage. Jetzt ist halt echt die Frage. Ich weiß nicht, wenn ich der die besseren Waffen gebe, weil die ist ja jetzt nicht fest angeheuert bei mir. Nicht, dass sie dann auf einmal... Oh, der macht auch viel mehr. Nicht, dass ich dann auf einmal hier irgendwelche Sachen verliere, weil lieber irgendwem hängen, mit dem ich dann keinen Kontakt mehr habe. Das wäre halt blöd. So, und ich würde gerne... die Sachen... die ich nicht angelegt habe, die würde ich gerne einlagern. Always a pleasure. If 'tis discipline your company lacks, I can provide. Ach, guck. 31 Riftpunkte. Ja, dann hätten wir einen Kämpfer. Auch eine Katze, macht ja nichts. If we share our strengths, we can begin formulating a strategy that caters to our respective skills. Ja, das finde ich nämlich auch cool. Du wirst teilweise, also du hast hier keine Questgeber in dem Sinne. Du hast keine Leute, die ein Ausrufezeichen drüber haben. Man muss sich quasi so durchquatschen, um Quests zu bekommen. Aber manchmal kommen die Leute auch auf einen zugerannt und sagen, Hilfe, ich brauche hier Hilfe bei irgendwas. Und du kriegst dann so die Quests. Das finde ich eigentlich auch ganz nice. Das ist halt für mich persönlich, ist es ein schwieriges Konzept. Sag ich ganz ehrlich, ich habe mal versucht, Gothic 1 zu spielen. Und das ist schon echt hart, wenn man das nicht gewohnt ist, sich alles selber auseinanderklamüsern zu müssen. Es ist echt hart. Aber man wächst an seinen Aufgaben, ne? Vasallenabzeichen. Vasallen erhalten Abzeichen als Zeichen ihres gesammelten Wissens und ihrer Kompetenz, ob für ihre Kampffertigkeiten oder Erkundungserfahrung. Vasallen mit Abzeichen sind nützlicher für den Erweckten in Wort und Tat. Monsterabzeichen werden Vasallen verliehen, die eine gewisse Anzahl von Monstern von einem bestimmten Typ besiegt haben. Solche Vasallen sind so bewandert im Umgang mit der besagten Kreatur, dass sie die beste Art, sie zu besiegen, kennen und den Erweckten nützlichen Rat anbieten. Feldabzeichen werden an Vasallen vergeben, die ausreichend oft in einer bestimmten Region kampiert haben. Wenn du dich in der besagten Region auf ein Abenteuer begibst, wird der Vasall sein Wissen über die Gegend mit dir teilen, indem er nützlichen Rat anbietet. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, Korban, Daniela und Nala, wir sind bereit. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wie zoome ich weiter raus? Irgendwie konnte ich doch noch weiter rauszoomen. Das ging hier. Ah, da kann ich Wegpunkte setzen. Hier, da wollte ich hin. Das ist wahrscheinlich... Ah, Korban zeigt uns den Weg. Oder auch nicht. Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. Ah, können wir dir damit helfen? Sending out new recruits to cull them. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent out that way then? Accardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. What? Weren't harpies reported in that area? I can't handle those beasts on his own. This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Tisn't far, only a short ways out from the main gate. You've got thanks. Yeah, man. And Accardo's as well, I'm sure.
Das machen wir natürlich. Hallo Pekaveli, hallöle, hallöle und WB Isabel. Warum ich mich so dumpf anhöre? Höre ich mich dumpf an? Höre ich mich bei allen dumpf an? Einen vorrangigen Auftrag festlegen. Du kannst aus deinen angenommenen Aufträgen einen auswählen, um ihn zu priorisieren. Wenn das Auftragsziel bekannt ist, wird ein Marker auf deiner Karte platziert. Falls du einen Vasallen in deiner Gruppe hast, der Wissen über den Auftrag besitzt, kann er dich zu deinem Ziel führen. Genau, also wenn wir einen Online-Vasallen von jemand anderem quasi übernommen haben, aus einem Spielstand, der mit dem Vasallen die Quest schon mal gemacht hat, ne, dann kann der Vasalle uns den Weg zeigen. Ist richtig gut. Jedoch bieten Vasallen mit solchen Kenntnissen nicht ihre Hilfe an, es sei denn, der Auftrag wurde als Priorität festgelegt. Ich höre dich normal, bei mir klingst du nicht dumpf, höre dich auch normal, bei mir hörst du dich wie immer an. Okay, also bei allen anderen scheint es zu passen, Jana. Mysteriös. Eine Warnung zum Auftragsverlauf. Manche Aufträge werden durch das Fortschreiten der Zeit beeinflusst und gehen auch ohne die Beteiligung des Erweckten weiter. Mehrere Aufträge auf einmal anzunehmen, birgt das Risiko, nicht rechtzeitig agieren zu können. Und das kann in unbeabsichtigten Konsequenzen resultieren. Versuche den Zeitfaktor im Hinterkopf zu behalten, wenn du deinen aktuellen Auftrag verwaltest und neue annimmst. Okay. Oh, guck mal, da sind wieder... Boah, Vasallenbefehle, das ist jetzt wieder die Last der Tutorials hier. Es gibt 4 Befehle, mit denen der Erweckte seine Vasallen anweisen kann und ihre Effekte variieren je nach Umständen, in denen sie verwendet werden, wie im Kampf und außerhalb. Der beste Weg, um sich an jeden Befehl zu gewöhnen, ist, die Reaktion und das Handeln deines Vasallen in verschiedenen Situationen zu beobachten. Oh Gott, oh Gott. Los weist Vasallen an, unabhängig von dir zu handeln. Während eines Kampfes befiehlt es Vasallen, über das Schlachtfeld auszuschwärmen. Es kann auch benutzt werden, um Hilfe beim Ausführen von Aktionen oder die Führung zu einem Ort zu erbitten oder um einen Vasallen anzuweisen, eine unterbrochene Führung fortzusetzen. Okay, das macht Sinn. Zu mir weist Vasallen an, sich dir zu nähern. Während eines Kampfes befiehlt es Vasallen, an deiner Seite zu kämpfen. Halt weist Vasallen an, dort zu bleiben, wo sie sind, bis sie neue Befehle erhalten. Während eines Kampfes weist es Vasallen an, den Angriff abzubrechen und sich darauf zu konzentrieren, dich indirekt zu unterstützen. Und Hilfe weist Vasallen an, Unterstützung, Heilung und Wiederherstellung zu priorisieren. Ich weiß zwar gerade noch nicht, wo das geht. Oh, jetzt ist die Musik laut. Oh, guck hier. Ist das eine Heal-Bubble oder ist das eine Bubble-Bubble? Also eine Schildbubble. Schon wieder ein Level up, Leute. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Und das ist auch cool. Die geben mir halt auch so Hinweise. Wie er sagt, wo man Sachen sammeln kann. Wenn ihr eine Truhe sehen, die ich vielleicht nicht gesehen habe, dann geben die mir auch einen Hinweis und sagen, hey, guck da mal, da steht was rum. Finde ich auch sehr cool. Wo sind da hinten die Harpien? Ich habe übrigens das Gefühl, dass es schon ein kleines bisschen laggy ist. Vielleicht ist es doch ganz gut, wenn ich demnächst keinen 4K-Monitor mehr habe. Ich hoffe ja immer noch, dass ich einen gestellt bekomme. Was ist das denn? Ne, das will ich eigentlich schon. Oh, das macht aber relativ viel aus hier. Boah, das macht ziemlich viel aus. Gute Qualität macht jetzt auch nicht so den Unterschied. Ist aber okay.
wenn das dadurch jetzt schon so viel ausmacht, probieren wir es einfach mal. Und das ist krass. Also ich, das ist aber auch was, was ich heute noch gehört hatte in einem Test, wo die Leute... Wo war das denn nochmal? Bei PC Games, genau. Bei PC Games, die hatten gesagt, sie hatten teilweise mit einer 4080, hatten sie Leckprobleme. Also das sind, wie gesagt, so Sachen... Wenn ich mir überlege, wie krass schlecht... Es am Anfang hieß, wie schlecht Hogwarts Legacy gelaufen ist am PC. Das sind halt so Kinderkrankheiten, die treten immer wieder auf bei Spielen, die frisch rauskommen. Also ich denke, da wird bestimmt noch irgendwas in Richtung Day One Patch kommen. So, looten. Oh, hier. Die Katzen-Emo, zwei Kuschel. Jo. Das ist so die ersten Level, guck mal hier. Und es wird ja immer noch reflektiert. Aber es läuft jetzt halt viel flüssiger. Krass, ne? Ja, also ich muss mittlerweile sagen, so geil 4K auch ist, aber ich würde sagen, 1440p ist eigentlich die geilere Wahl. Weil das ist auch ausreichend. Von der Auflösung her, würde ich sagen. Und es spart halt doch nochmal Leistung. Hä? Oh. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Aber wisst ihr, was mir sehr, sehr sympathisch ist an Dragon's Dogma 2 oder generell an Dragon's Dogma im ersten Jahr auch? Es gibt keine Spinnen als Gegner. Is that all of them? You have my thanks. I do not believe for a moment. Ach, das ist der Akkado. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder till I have the confidence to face such beasts on my own. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I hope we'd best report back. Hä? Jetzt ist die Harpie weg? Okay. Ah, warte mal, jetzt müssen wir bei Phil nochmal Bericht erstatten. Phil war doch jetzt der Typi, der Heini da im, genau, der Außenposten der Grenzwache. Dann lass uns nochmal eben zurückgehen, dass wir dem Bescheid geben können, hey, wir haben deinen neuen Rekruten gerettet, den du fast verheizt hättest. Okay, ich laufe ja schon langsamer. Beschweren Sie sich jetzt echt, dass ich gesprintet bin? Was ich nicht verstehe, diesbezüglich, dass neue Spiele mit neuen Grafikkarten oftmals schlechter laufen als mit einer älteren Grafikkarte. Ja, das kommt tatsächlich auch erstaunlich oft vor. Vielen Dank für Aiden Akkado. Es war ein Relief, ihn zurückzusehen. Und nicht das Worst für wer. Aye, das war es. The poor son might not have made it back alive, had you not intervened. It was a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. Cook. Lampenöl und Erfahrung. Oh, guck, Nala hat ein Level up. Oh, maximale Last. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Was? Sie ist das A und O. Wo? Wo kann ich denn, Fotomodus. Oh, Leute, Fotomodus. Wo kann ich denn meinen Charakter angucken? Status? Ja.
Wo sehe ich denn? 647 von 650. Wir sind gleich schon, haben gleich schon wieder das nächste Level ab. Oh, warte mal, hier sind Kristalle. Oder irgendwas Sammelbares. Hartknolle. Ach klar, ich habe ja die Kobolde noch gar nicht gelootet. Das geht ja gar nicht hier. Denk ein Schwein dran. Das ist eindeutig ein Bock. Ah, warte mal. Aha. What are you doing? We've not been given leave to rest yet. Ich habe Himbeeren gesammelt. So, Korban. Wie geht das jetzt? Oh. You have my protection. Oh, ich habe sie vom Himmel geholt. I could have done no better. Splendid. Splendid. Wonderful. Level up. Ein Koboldhorn. Eine Bestienhaut. Die Nala hatte auch ein Level up. Und was hat die Harpie hier verloren? Eine Harpienfittich. Eine, oh, was ist denn das? Äpfel? Jo, da war noch ein kleiner Apfelbaum. Das nehmen wir alles mit, das kann nur gut sein. Ob wir damit auch Leben regenerieren können unterwegs? Leben oder Ausdauer 1 bestimmt. Drachen reiten? Ja, nein oder bisher noch nicht bekannt. Man kann gar kein Tier kontrolliert reiten, aber du kannst schon auf welche draufklettern und dich mitnehmen lassen. Es gibt quasi so eine Art Drachentaxi, Greifentaxi. Aber das muss man so ein bisschen geschickt anstellen. Aber es gibt keine direkt steuerbaren Mounts. Leider. Ich hätte mich auch sehr über normale Reitmounts gefreut. Goblins Master! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Ja, noch wissen wir nicht, was die Schwäche der Goblins ist. Aber das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Das lernen wir schon noch. Aua, der vermöbelt mich hier. Hallo, Hilfe! Let us see what you're made of. Heidewitzka, Herr Kapitän. Laufbahnaufstieg, Leute! Why? We seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. War da in keinem Loot drin? Doch 100 Gold. Now there's a worthy price, if only 20 so far away. Ah, hier, guckt. Siehst du, die hat uns gerade gesagt, dass hier irgendwo eine Truhe ist. Die wird wahrscheinlich da oben drauf sein, oder? Dann lass uns mal gerade gucken. Das ist so cool, dass mich die Vasallen da darauf hinweisen. Ich mag dieses System voll. Oh, guck, also ich bin jetzt schon voll im Erkundungsmodus. Erwachende Lebenskraft. Ich habe gerade erst gelesen, erwachsene Lebenskraft. Ist das Alter, wo die Lebensgeister schwinden? I suppose there can be no harm in bringing this along. We cannot expect gleaming treasures around every corner. Nee, wir haben eine Verbindung zu Drachen. Also die Drachen sind hier in dem Spiel gefährlich. Und tatsächlich ist auch ein Drache, also uns hat ein Drache auf unromantische Art und Weise das Herz gestohlen. Hat uns das nämlich mit der Kralle rausgeschnitten und gefressen. Und deswegen haben wir jetzt so eine besondere Verbindung zum Drachen, sind ein Erweckter und können diese Vasallen hier befehligen. Wo muss ich denn hin?
visit to Melv might jog your memory, Master. Das ist so cool, dass ich die so befehligen kann. Follow me. I will guide you to the location. Follow me when everything is alright. And if you wanna live. Oh Gott, ich muss mir das nochmal. Kennt ihr Follow Me von Uncle Cracker? Oh Gott, das Lied ist auch schon so uralt. Ich werde echt alt. Ich liebe dieses Lied. Ich glaube, ich muss das nach dem Stream hören. Oh, wie schön. Oh. Ich weiß nicht warum, das erinnert mich gerade an Schreck. Da 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 Es hat jetzt gerade was von Obelix. Okay, wir lassen es mal wieder runter. Das hatte ich tatsächlich auch schon gesehen, dass das geht. Viel Spaß, Irania. Die Schweinis sind voll süß. Over here, if you please. Ja. I please. Oh. Korban. Korban, genau. Ich muss mich erstmal umgucken. Ruhestätte des Märtyrers. This isn't the way to our destination, but I presume you've a new one in mind. Lead on. The Arisen decides our path. We have but to follow. Ah, Schreck muss ich auch noch mal gucken. Oh. Da ist doch wieder was. 500 Gold. Guck, es lohnt sich. Es lohnt sich, sich alles anzugucken. Ja, ich weiß ja. Ich habe gelesen oder auch schon gesehen in den Tests, dass die Nächte in dem Spiel wirklich stockdunkel sind. Ich glaube, ich muss die Hintergrundmusik, die muss ich mal lauter machen. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht auch die Kampfmusik zu laut ist. Oder können wir schon wieder was sammeln? Meine Vasallen denken auch, die Alte hat sie nicht mehr alle. Was für eine Erweckte hat uns nur hier ausgesucht. Können wir bitte eine neue bestellen, auch wenn es eigentlich nur eine gibt. Hallo, Sammy. Ja. Dragon's Dogma 2 ist heute frisch rausgekommen. Da freue ich mich jetzt tatsächlich schon seit Anfang des Jahres drauf. Melve. Vom Drachenfeuer verwüstete Festung, ja. Verwüstet und verkokelt sieht die aus. So, this. Scars left by the dragon's assault are plain to see. Absolut. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. In den Orten fällt es direkt laggy. Das ist auch das, was ich auch in den Reviews gehört hatte. Oh. Da ist schon so die Connection. Die kommt schon wieder. Genau, zusätzliches Projekt. Ich hatte Final Fantasy, hatte ich bis zu dem Zeitpunkt, wo Dragon's Dogma kommt, hatte ich das für 2 Tage die Woche eingeplant und danach dann für 1 Tag in der Woche. Das hatte ich jetzt bis dato, hatte ich das 2-mal die Woche geplant. Oh, noch eine Erinnerung.
Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Habt ihr eigentlich Damsel gesehen auf Netflix? Muss ich auch gerade dran denken. Well met. Ach, das ist ein Händler. Ein Kerkerschlüssel. Bricht nach einmaligem Gebrauch. Wasserpfeil, Ölpfeil, Explosion. Siehst du, da ist der Giftpfeil. Ring der Aggression, Ring der Entschlossenheit. Ja gut, also wir brauchen jetzt momentan noch nichts zu kaufen hier. Das, Hope to see you again. Ich hätte meine gammeligen Sachen, mal den gammeligen Bogen und sowas. I just hope the shopkeeper understands. Browsing was enough to scratch the itch in my case. Das hätte ich vielleicht mal mitnehmen sollen. Hätte mir den was verkaufen können. Gold kann man ja nie genug haben. Hast du vergessen, dein Destiny, dein Charge? Best keep your distance. That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Da kickt der Drache rein. Was ist für eine Spielkategorie? Ist das ein Open-World-RPG? Oha, ja. Jetzt kommt unsere Erinnerung wieder. Oh Leute, jetzt ist es gerade mega laut. Wartet mal, das ist... Ah, scheiße, jetzt kann ich das... Jetzt kann ich gerade den Sound nicht leiser stellen. Wartet mal. Dann muss ich das mal ganz kurz über OBS machen. Weil jetzt ist es gerade echt sehr laut. Das dachte ich mir nämlich schon fast, dass es in den Kämpfen dann schwierig wird. Wir kennen noch nicht ganz genau unseren Auftrag, Alter, ist das laut. Aber wir sind mit diesem Drachen hier verbunden. Wieso, weshalb, warum, das wirst du gleich erfahren noch. Eigentlich kommst du genau richtig jetzt, um das Spiel um kennenzulernen, was jetzt hier die Story ausmacht. Oh, oh Gott, oh Gott. Weil das wird nämlich jetzt quasi erklärt. Okay, das hat schon gereicht hier. Und jetzt können wir den Drachen auch verstehen. Charge and all.
WB, Julia. Was du verpasst hast, wir sind eben nur eigentlich ein bisschen durch den Wald gelaufen. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Warum ist Sir? Meine Nase kribbelt. So, ich mache gerade mal wieder den Ton ein kleines bisschen lauter. Das muss jetzt alles noch gewesen, oder? Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder im Hier und Jetzt. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? Pray, save your thanks. 'Tis only just that I should aid you in turn. After all, 'tis only by your courage that I live today. Had you not leapt between me and that dragon? Genau, das ist jetzt die wir vor dem Drachen gerettet haben damals. Such ghastly wounds, and I could not hear your heart beating. It was a miracle that you survived. Ja, wir haben kein Herz mehr. Ich bin wohl erweckt worden. Das wissen wir mittlerweile schon. Sie müssen solche Games immer mit englischem Audio sein, weil Englisch die Weltsprache ist. Und das Spiel kommt von einem japanischen Studio. Also gibt es das Spiel auf Japanisch und auf Englisch. So. I'm afraid I don't understand your meaning. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. Und je nach Spielgröße und erwarteten Verkaufszahlen wäre es einfach too much, das in jede Sprache der Länder zu übersetzen, wo es gespielt wird. Es wird dann einfach die oder wird einfach viel zu viele Kosten verursachen. Mayhap you will visit me again someday. Till then. Take care. Das werden wir. Arisen. Die hätte ich gerne in unserem Team. Die scheint nett zu sein. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. And the ruler of Vermund, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. Aha, ja, Erweckter Nummer 2. Und eigentlich soll es ja gar keine 2 geben. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Lennet was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Okay, gut, dann geht's jetzt hier also wieder ins Gasthaus. Was ich cool finde, ist dieses mittelalterlich westeuropäische Setting. Warte mal, Tutorial, Geschenke? Du wirst zweifellos auf Dutzende von Leuten während deines Abenteuers treffen. Ihre Gesinnung dir gegenüber wird variieren, aber du kannst ihre Verbundenheit zu dir erhöhen, indem du sie freundlich behandelst, ihren Bitten folgst und ihnen Geschenke gibst. Natürlich hat nicht jedes Geschenk die gleiche Wirkung. Jeder hat eine Präferenz und du musst das richtige Geschenk für die richtige Person auswählen, damit sich ihre Verbundenheit erhöht. Geschenke erhöhen die Zuneigung nur einmal pro Tag. Ach, guck Leute, jetzt haben wir hier auch einen cozy Aspekt drin. Passt doch perfekt auf meinen Channel. Ah.
Ja, solche Spiele sind nicht für jeden was. Wenn man Englisch nicht kann oder halt nicht so schnell liest, dann ist das natürlich eher schwierig, das stimmt. Das Leben ist eine Reise, die man jeden Tag begeht. Das ist sehr, sehr tiefgründig, Blight. One never can have too many of these. Let us take care when and how we put them to use. Hä? Wer hat mir das Wegpulver gegeben? Wie sich die Daniela endlich erstmal hier hingesetzt hat. Das ist auch die, die sich beschwert hat, dass ich nur am Rumrennen bin. Was ist das hier? Warte mal, guck, aber da oben ist ein Ausrufezeichen. Vielleicht haben wir auch, vielleicht sind die auf der Map markiert, aber halt nur nicht über den Leuten drüber. Hier geht's erstmal weiter. Oh, guck, der hat die gleiche Frisur wie die Daniela. She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Ah. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, it will only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Ja, wir könnten mal nach den Bogenschützen fragen, oder? Oder nach den anderen Laufbahnen? Should you dedicate yourself to a vocation, you will find that new paths to master will open up to you over time. Try them as you like. Genau, das war das, was ich am Anfang schon mal erzählt hatte. Das wäre Montag gewesen, Sammy, aber die war krank. Das haben wir auf kommenden Mittwoch verschoben. So. Ja, fragen wir mal nach dem Bogenschützen. Natürlich ist es eine Vocation für die, die seek to master the bow, an exceptionally useful long-ranged weapon. At close range, however, a bow is nary more useful than a walking stick. Aye, the secret to being a successful archer is maintaining distance between you and your foes. Stichwort Distanz zwischen sich und den Gegnern. Ich habe auch schon gesehen in der Klassenüberschau, beziehungsweise Laufbahnvorschau, Übersicht, dass es da auch ein Skill gibt, womit man eine Distanz zwischen sich bringen kann, weil man einfach zurückspringt, beziehungsweise den Gegner zurückschießt. Auch ganz praktisch. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely up to you which vocation you adopt. But I shan't take up any more of your time. Pray, be well. Die Meisterlehre. Die Meisterlehre ist die mächtigste Fertigkeit, die in jeder Laufbahn erworben werden kann. Eine Meisterlehre zu lernen erfordert die Anwendung eines speziellen Buches, welches du erhältst, wenn du den Laufbahnmeister mit deinem Können beeindruckst. Doch das wahre Potenzial dieser Fertigkeit kann nur von jenen realisiert werden, deren Laufbahnrang hoch genug ist. Oh, wir sind Level 5. Nice. Können wir eigentlich auch irgendwelche Werte vergeben? Oder haben wir dann, oder levelt sich das alles automatisch? Im Moment sehe ich hier noch nichts. Hier at the inn. We also offer changes of vocation for those who seek it. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Laufbahngilde. Genau. Laufbahngilden. Alle Arten von Laufbahnprozeduren können in der Gildenhalle einer Laufbahngilde vorgenommen werden. Laufbahn ändern. Hast du eine Laufbahn freigeschaltet, kannst du jederzeit zu ihr wechseln. Laufbahnen freizuschalten erfordert Disziplin, die gesammelt wird, indem du Gegner und Aufträge erledigst. Jede Laufbahn trainiert unterschiedliche Fertigkeiten und du kannst neue Fertigkeiten lernen, wenn dein Rang innerhalb deiner Laufbahn ansteigt. Fertigkeiten zu lernen erfordert Disziplin. Kernfertigkeiten. Ah, DP ist Disziplin. Jetzt wissen wir's. Kernfertigkeiten sind von dem Moment an, in dem sie erworben werden, einsetzbar. Aber Waffenfertigkeiten müssen ausgerüstet werden, bevor sie genutzt werden können.
Dies sind spezielle Fertigkeiten, die unabhängig von deiner derzeitigen Laufbahn ausgerüstet werden können. Fähigkeiten werden mit Hilfe von Disziplin erhalten und sind von dem Moment an aktiv, in dem sie ausgerüstet werden. Du kannst bis zu 6 Fähigkeiten auf einmal ausrüsten. Je höher dein Laufbahnrang, umso mehr Fähigkeiten sind verfügbar. Okay. Ja, wir haben 483, ich will jetzt gar nicht alle freischalten. Was haben wir hier? Schnellschuss kann ich jetzt schon. Das müsste ich... Ach, das ist auf X. Ach, das war das, genau. Kann in der Bewegung... Und genau, und mit RB zusammen... RB, da. Damit mache ich den Steady Shot. RB, echt? Ich dachte, das wäre LT gewesen. Nee, doch nicht, gar nicht wahr. Fächerschuss, genau, es ist ein Multishot. Feuerpfeile keilförmig, wodurch mehrere Ziele gleichzeitig getroffen werden können. Kann auch in der Bewegung verändert werden. Okay. Ach, und das ist A. Und mit dem Steady Shot kann ich alle. Das geht auf alle von diesen Fertigkeiten. Okay. Spannend. Schreckenspfeil, ein verheerender Schuss, der kleine Ziele umwirft. Genau, das war das, was ich eben meinte. Mit ruhiger Schuss werden Pfeile noch mächtiger, wenn sie in dem Moment gelöst werden, in dem der Bogen voll gespannt ist. Scharfer Blick. Spezialsicht verbessert die Sehkraft des Anwenders beim Spannen, sodass er auf weit entfernte Ziele feuern kann. Er braucht Ausdauer, während der Bogen gespannt ist. Und ein Explosionsschuss feuert einen geladenen Pfeil, der sich an Gegner oder Gelände haftet. Der Pfeil explodiert nach einer Weile oder wenn er angegriffen wird und kann Ziele aus dem Gleichgewicht bringen. Klingt auch nicht schlecht. Ich glaube, ich würde jetzt aber als erstes den Schreckenspfeil mal lernen. Damit wir Distanz zwischen uns und die Gegner bringen können. Abschiedsschuss. Feuert einen Pfeil, während der Anwender zurückspringt, nachdem er einen Sprungtritt oder einen Fronttritt in der Luft ausgeführt hat. Okay. Ich weiß halt nicht, wie teuer das ist. Und Fähigkeiten, den Hinterhalt. Vervielfacht den verursachten Angriffsschaden, wenn Ziele keine Kampfhaltung einnehmen. Interessant. Interessant. Ich lasse es jetzt aber, glaube ich, erstmal dabei. Also, das haben wir jetzt auf A. Okay, und jeder hat seine eigenen Disziplinpunkte. Was haben wir denn hier? Brand kann sie schon. Er zaubert die Waffe des Zaubernden oder eines Verbündeten mit Feuer. Auch nicht schlecht. Beschwört eine Ansammlung magischer Energie, die bis zu 3 Angriffe von Zielen blockiert. Auch nicht uninteressant. Trifft den Gegner mit Blitzen. Kann zusätzliche Blitze durch das Verbrauchen von Ausdauer erzeugen. Boah, ich weiß es nicht. Gunst des Feuers oder Schutz? Vielleicht nehme ich erstmal Schutz mit. Das ist ja hier egal, wo es liegt. Das ist ja wurscht. Weil, jetzt müsste ich hier wieder rasten. Das ist halt echt bitter, dass ich 1500 Gold jetzt verbrauchen müsste, damit ich hier wieder... Sagt der Pfeil? Ja, der Pfeil spricht dann mit dem
Ich weiß es halt nicht, ob ich jetzt hier schlafen sollte oder nicht. Wie viel bringt denn das Verkaufen von Sachen? Ich muss mal wissen, wie... Ah, hier, entnehmen. Guck. Da kann ich doch die Sachen, die nehme ich jetzt hier mal raus. Always a pleasure. Always a pleasure. Und dann gucke ich jetzt nämlich mal, dass ich... Wo war denn... Ah. Come with me to the village entrance. The watchhead's waiting for you. Someone must have the answers we seek. If we ask around, we might just find them. Ich soll mit ihr zum Anführer gehen. Ich würde gerne noch mal... Wo ist denn hier ein Händler? Warte, wo ist hier ein Händler? Ich würde gerne mal gucken, wie viel mir das bringt, wenn ich verkaufe. Offizien? Das ist der Riftstein? Das Gasthaus? Haus von Lennart? Haus von Ulrika Drachenwehr? Aber ich werde doch hier an irgendjemanden verkaufen können, oder nicht? This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. Always a pleasure. Halt, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mit ihm reden. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can... In my line of business, patience is key. Do come again. Warum kann ich hier nichts verkaufen? Na gut, komm, dann gehen wir erstmal mit ihr mit. Wo ist sie jetzt hin? Ich muss mich erstmal noch an das Menü gewöhnen. Aufträge. Sitz des Souveräns. Den wollte ich gerne priorisieren. Du bist in Wernworth angekommen, der Hauptstadt von Vermont und Sitz des Souveräns. Als Erweckter hast du den Anspruch auf den Thron. Beginnt hier dein Schicksal. Nee, das war jetzt nicht das. Das hier war das. Der Wachleiter wartet am Eingang des Dorfes auf dich. Begib dich dorthin und sprich mit ihm. Der Gregor. Als Erweckter hast du eine tiefe Verbindung zum Drachen. Nachdem Melve von seinem Angriff verwüstet wurde, machst du dich dorthin auf, um deine Erinnerung wieder zu erlangen. Gut, quatschen wir erstmal mit dem Typ am Eingang vom Lager. Das hier ist bestimmt der Gregor. Ah ja, genau. Mit dem hatten wir ja schon Kontakt gehabt eben. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Very well. Speak with me once you've finished your preparations. Make haste, then. We must leave anon. Very well. Hä? Ich dachte, da wäre es noch um was anderes gegangen. Nee, ich möchte aber erst mal gucken, was da oben das Ausrufezeichen bedeutet. Da möchte ich auch gerne noch hin. Have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way. Oh, no. I'm not lost or naught, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village,
I thought I'd come and fetch some for us. But, well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. 'Twill be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? Wie teuer ist das denn? What? You'd do that? You'd get the medicine for me? Suppose there's no harm in that, if you're really sure. Oh, sir, I'd be most grateful. Seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And then... Huch. Kombinieren. Ah, das können wir auch herstellen. Kombinieren von Materialien. Du kannst zwei Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Beim Kombinieren kannst du entweder die Materialien einzeln aussuchen oder eine dir bekannte Kombination auswählen. Außerdem kannst du festlegen, ob die Materialien zuerst dem Inventar des Erweckten oder dem der Vasallen entnommen werden sollen. We could make the fruit from Brent ourselves, or simply purchase some at Rune's apothecary here in Melv. Ah, yes, now I see. Was sollen wir tun? Der hat auch noch eine Quest. Wo geht es denn hier? Müssen wir da rein? Wie gesagt, der hat auch noch irgendwas. Doch nicht. Wie kann ich jetzt Sachen kombinieren? This might be worth a read. Let's have a look then. Warte, warte, warte. Das da sollen wir uns durchlesen. Stolpert nicht im Dunkeln herum. Rüstet euch mit einer unserer besten Laternen aus. Aber passt auf, wie weit ihr euch des Nachts von zu Hause entfernt. Sonst werden Bestien vom Leuchten an eurer Hüfte angelockt wie Motten vom Licht. Ah. Hier kombinieren. Wir nehmen mal Grünlattich. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Shit. Jetzt haben wir einen Arzneitrank hergestellt. Und was brauchte sie? Was braucht sie denn? Fruchtruboranz? Wie komme ich denn da jetzt dran? Bibi Isabel. War ein Händler. Wo denn? Kupfererz haben wir gefunden. Boah, ich falle gleich die Treppe runter. Oh, hier ein Kampfbogen. Ist der besser als meiner? Nee. Das ist der, den ich am Anfang auch hatte. Ach so, die Aasgeier haben von hier den Greifen abgeschossen. Powerful weapon. A single bolt loosed from it would carry tremendous lethal force. Ja, das wissen wir. I can think of all manner of uses for a contraption such as this. Might we not lay a trap for our enemies? Ja, ach stimmt, der am Anfang, ne?
Aber wo krieg ich jetzt die Medizin her? Hier ist ja so eine gelbe Markierung. Das heißt, ich muss das ja irgendwo innerhalb dieser Markierung bekommen. Aber wie kann ich das denn herstellen? Nicht Fotomodus. Chronik? Tutorial Logbuch. Ist halt die Frage, was ich dafür für Material brauche. Fünf Explosionspfeile. Richtig gut. $350 stehen da einfach mal so in der Ecke. Ich weiß es nicht, ob wir dafür hier auch wirklich Ärger bekommen können, wenn wir die Leute bestehlen. In manchen Spielen ist das ja so, dass man sich dann, dass man es sich mit den Einwohnern vom Dorf versaut. Oder ist das, kann ich das hier drin kaufen? Bei dem Typen. Ah, well met. Here for some fruit roborant, are we? Ja. $600. Dafür können wir ihm ja auch hier, die Sachen hier verkaufen. Always a pleasure. Guck, das läuft doch. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit roborant for me? So this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. My heart is light as a feather after that exchange. Level 5 Finale. Ja, das dachte ich mir nämlich. Das wird uns bestimmt einen Vorteil bringen im weiteren Spielverlauf. Sir Gregor wishes to speak with you, Master. Shall we go to him? Ja. Braucht er hier Hilfe? Nein, ich bin nicht Norbert. Oh, fie. I got my hopes up for naught. Hallo? Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I've seen no sign of him since. I'll go and search for him myself, only... Only, it is a dangerous place. I'm not afraid of monsters, but would hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now, would it? So I thought, mayhap you'd go in my place. You look like you could manage those woods better than I. Hauptsache, ich sehe komplett abgeranzt aus, aber er denkt, ich komme in den Wäldern besser zurecht als er. Please, sir. I worry for my brother. Many thanks. Right. As for where I think he's gone. Aber wir helfen natürlich. Go into the forest and turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your right. Okay, Klippe zur rechten, Baum mit dem Vogelnest. This won't work, will it? I could see the route in my mind's eye, but my feet know it better than I do. But my brother and I are the only ones who use that path, to my knowledge. I suppose there's only one thing for it. I'll have to show you the way. Just be alert. The monsters of the forest have changed since the dragon's attack.
I'll need you to watch over me, keep me safe. You will, won't you? Right. In we go, then. My life's in your hands, friend. Let us do everything in our power to render aid to those in need. Gut, dann helfen wir jetzt ihm hier. Vielleicht wäre ein Kartoffelsack da. Ja, ja, eventuell, vielleicht. Oh, bist schon wieder fertig, Isabel. Bist aber auch echt fix. Echt, mach quatschen, Tag. Mach quatschen. Das klingt total komisch. Ja, ja, wir kommen ja. Wir müssen ihm hier gerade mal helfen, seinen Bruder wiederzufinden. Is this place bereft of beasts and brigands both? I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. Ich habe noch nicht mal Schuhe. Ich laufe mir die ganze Zeit die armen Füße platt. Mensch. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Sind wir wieder bei den Schweinchen? An Ausrüstung oder was meinst du, Isabel? Oh, jetzt ist aber flott unterwegs, der Gute hier. I'll gather this. It might be of use. Oh, da lagen Äpfel rum. This is a good spot. Let's stop here a moment. I've camped here with my brother many a time. No doubt he caught his breath here before moving on, same as us. This seems a decent spot for a campsite. Better to rest while we're here than the... Okay. Lager aufschlagen. Falls der Erweckte eine Lagerausstattung zur Hand hat, kann er sein Zelt bei den Überresten eines Lagerfeuers in der Wildnis aufschlagen. Wie bei einem Gasthaus stellt das Ausruhen in einem Lager die Gesundheit, Ausdauer und Verlustleiste der Gruppe wieder her. Abenteurer, die selten in die Stadt zurückkehren, sollten eine Lagerausstattung im Gepäck haben, damit die Erschöpfung sie nicht überwältigt. Ein Lager aufzuschlagen bietet auch die Gelegenheit, Fleisch zu grillen, das bei Verzehr bestimmte Werte erhöht. Je besser die Qualität des Fleisches, desto größer der Anstieg, den du erwarten kannst. Bevor du ein Lager aufschlägst, wäre es klug, alle Gegner in der Nähe zu eliminieren. Es nicht zu tun, erhöht nur die Chance auf einen Hinterhalt, während deine Gruppe am verwundbarsten ist. Ach, krass. Komm, wir schlagen jetzt aber direkt mal auf, oder? Ah ne, wir haben ja keine Lagerausrüstung. Ich dachte, die hätten wir jetzt, würden wir jetzt gestellt bekommen für den Fall, für den Questfall der Fälle. Ah. Boah, ist die Ausrüstung schwer. Krass. Oh. Upsala. Ach, mach Quatsch, okay. Like a campfire to strengthen the bonds of fellowship. These moments are precious, to be sure. Wir ruhen uns bis zum Morgen aus. Dann haben wir die erste Nacht schon mal übersprungen hier. Aber warum bin ich so schwer beladen? Oh, hier. Ich hätte die bescheidene Lagerausrüstung. 7 Kilo. Macht die so viel aus? Ja, ansonsten hätte ich nur 10 Kilo. Die macht schon so viel aus. Ja, heftig.
have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Oh, hier geht's aber ganz schön tief runter. Junge, Junge. Und was hast du dir ausgesucht, Isabel? Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. We must not let down our guard. Boah, ich bin doch wieder nicht so gut im Zielen. Ja, das kommt schon noch. Oh, hier, Nala hat einen Laufbahnaufstieg, so rum. Kann ich hier noch irgendjemanden... Wie, ich kann hier keinen looten? Doch. Pray, bear in mind that you can only carry so much by yourself. Ja, kann ich meine Sachen... Warte mal, ich kann doch die Gegenstände auch an jemand anderen geben, oder nicht? Geben an ihn. Und er kann viel mehr tragen als ich. Kann das sein? Jo. Jetzt ist er mittel, aber es ist immer noch weiß bei ihm. Viel Spaß, Jenny. Hau rein. Gutes Training. If memory serves, there is another place we were to visit, not far from here. Perhaps we ought to go there first. What say you, Arisen? Na, eigentlich wollte ich jetzt die Quest machen. Ich wollte gerade sagen, da leuchtet doch wieder was. Oha, hier ist aber mal irgendwas runtergerutscht. Das sieht gefährlich aus. Oh, das kann ich nachvollziehen, das Gefühl. Wie läuft so x-beinig irgendwie der Charakter hier? Can anyone hear me? Oh, please. Wölfe. I need help. Norbert, are you hurt? Ah. Wo hatte ich den? Ah. Okay, ich muss erst... Ah, ja. Ja, okay. Ich muss erst gucken, wie das funktioniert mit den ganzen Skills hier. Boah, Alter. Was macht der denn für einen Schaden, der Schuss? Das ist ja richtig heftig. Sehe nicht, die Ziele gerade nur auf die Lebensleiste. Ach, da ist noch einer. Level up. I thought I was done for. Ah, it was a near thing. How are you feeling? I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, I... Thanks, Ian. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And I ought to have come sooner. From where I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village, shall we? The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them.
Aye, you'll hear no complaints from me. 'Tis our duty to protect our charge from harm. Der Mut, das Richtige zu tun. Wir haben Norbert gefunden. Ich möchte jetzt gerne die Wölfe noch eben looten. Hier aber irgendwie nahezu alle nichts getroppt haben. Gut, dann ist das so. So, Leute. Kommt mit, ab zum Dorf. Dann geben wir nämlich jetzt die Quest noch ab. Und dann können wir mit Gregor in die Stadt. Ich finde irgendwie, das sieht ganz komisch aus, wie die mit den Beinen läuft. Mach's gut, Terror Benz. Schön, dass du da warst. Ich muss jetzt schon noch in die Stadt, ne? Aufträge. Wo sind die denn? Ach, da. Ich wollte gerade schon sagen. Begleite sie zurück ins Dorf und sorge dafür, dass sie sicher ankommen. Die beiden kommen einfach nicht mit. Ich bin falsch abgebogen. Wir müssen hier weiter. Über die Brücke da hinten. Da ist auch das Lager wieder. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich sind es auch noch die Nachwirkungen vom Angriff des Drachens. Leute, wenn man jetzt hier wirklich mehrere Spielstände anlegen könnte und man auch gescheit speichern könnte. Ich glaube, ich kann so nicht speichern, einfach so, oder? Doch, kann ich. Aber das mit dem, wie gesagt, mit dem Gästehaus. Also, ein paar Sachen... Hang in there, Master. I'm coming to assist. Das ist schon gut. Ich bin jetzt gerade gar nicht so beladen. Aber cool, wie die sich anbieten und helfen von alleine. Das finde ich sehr cool. Das gibt irgendwie so eine coole Gruppendynamik. Obala. Also, ich fände es schon cool, wenn sie so ein paar Sachen mal noch dran ändern würden, die halt momentan auch nicht so gut ankommen in der Community, weil bislang gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie ist denn euer erster Eindruck? Mir macht's echt Spaß. Kann ich die Fische fangen? Jo! Schwächungen. Schwächungen sind negative ist ein negativer Status mit Effekten, wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden oder dem Verwundbarmachen für bestimmte Arten von Angriffen. Sie sind nicht auf dich und deine Vasallen beschränkt, sondern können auch Feinden zugefügt werden, was große Vorteile im Kampf bringt. Ziehe den Eintrag jeder Schwächung zu Rate, um mehr Informationen über ihre Effekte zu erhalten. Ich bin durchnässt. Wahrscheinlich bin ich jetzt blitzanfällig, könnte ich mir vorstellen. Das können wir uns aber auch gerade mal durchlesen in der Chronik. Da, Schwächung durch Nest. Diese Schwächung fügt keinen Schaden zu. Sie tritt auf, wenn du in Wasser getaucht wirst, zum Beispiel wenn du in einen Fluss fällst oder vom Regen durchnässt wirst. Durch Nest zu sein, bewahrt dich zwar davor, durchtränkt zu werden und reduziert den Schaden durch Feuerangriffe, aber es bedeutet auch, dass Blitzangriffe dich betäubt zurücklassen und Eisangriffe dich vereisen. Ja, okay. Das macht Sinn. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's all to be found while we're here? Ist hier gerade noch was? Ich habe doch schon ein paar Sachen eingesammelt. Habe ich irgendwas übersehen?
in das Spiel bislang sehr gut. Das freut mich. Oh, guck mal hier. Wie die Haut einfach glänzt jetzt dadurch, dass ich noch durchnässt bin. Krass. Sieht schon echt richtig gut aus. Guck, hier können wir noch wieder was einsammeln. Hartknollen. Und eine Prinzessinnenknolle. Wovon auch immer die Eier sind. Mightn't we have a rest before pressing up? Back at last. Aye, I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care, all right? You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely of late. And I was right. But mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative, while I stand around with my hands in my pockets. But today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets. Even we managed to save Norbert. And perhaps that's all that matters. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. There again will I let fear stop me from doing what I know to be right. So Ian was rather hard on himself, methinks. Und Nala hat auch wieder ein Level up. Just as much as we did. So, jetzt haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt haben wir doch nur noch die Quest mit Gregor, oder nicht? Weil das hier ist doch mehr oder weniger das Gleiche. Die Quest hier bringt uns dahin. So verstehe ich es zumindest. Make haste then. We must leave anon. Good. Then let us be on our way. Das, die Musik, es gab mir so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes. Ba 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 ba. Wie war das nochmal? Ich krieg diese Melodie, ich krieg die nicht so ganz beieinander. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Wie gut, dass es kein Friendly Fire gibt hier. Ist da noch einer? Ach, da! Ich sehe die immer nicht. Die dann schon immer looten. Und dann stelle ich mir fest, oh, oh, 200 Gold, schön. Und dann stelle ich mir fest, da ist ja noch ein Gegner. Ich sollte vielleicht noch weiter helfen. Schön finde ich auch, wie die Spielwelt auf uns reagiert. Dass das Gras so zur Seite geht, wenn wir da durchlaufen. Finde ich auch schön. Es sind halt so kleine Dinge, die oft das Gefühl massiv verbessern oder wirklich großen Einfluss darauf haben. Wo laufen die denn hin? Ich würde gerne mit links zielen dürfen. Warte mal, ich versuche jetzt hier mal
Mit was mache ich das denn? Ruhiger Schuss mit der linken Maustaste. Und womit mache ich das jetzt? Mit der... Also ich glaube aber, das Kämpfen wird mir wahrscheinlich... Oh. Jo. Ach guck, cool. Nala hat sich schon aufgemacht. Also ich glaube, das Zielen finde ich mit der Maus angenehmer. Wo sind denn die anderen Typis? Well done. Und damit ziele ich nur... Also ich weiß es noch nicht, ob ich es nicht doch angenehmer finde mit der Maus und der Tastatur. Also mit dem Zielen auf jeden Fall. Ich bin halt einfach kein Konsolenspieler, was das angeht. Boah, hier. Auseinandergenommen. Mach's gut, René. Ziel ist mit der Maus immer besser, sprich einfacher als mit dem Controller. Also ich kann es auch... Ich meine, ja, bei Shootern hat man dann halt auch oft so eine Zielhilfe oder sowas. Aber ich bin auch... Ich bin halt auch überhaupt nicht... Also Shooter auf der Konsole finde ich auch ohne Zielhilfe zumindest super schwer. Warum wollten die jetzt hier runter? Hier gibt es auch noch Sachen. Also ja, ich glaube tatsächlich, Ich glaube tatsächlich, dass es mir mit Maus und Tastatur mehr taugt. Also das Hin- und Herlaufen an sich. Auch super... Oh, scheiße! Kannst du mich mal bitte heilen? Danke. Vielen Dank, Nala. Ja, das scheint eine Heilbubble zu sein. Aber guck, ich krieg jetzt nicht mehr das Leben ganz voll. Das ist das, was sie gemeint hatten, was man auch wieder regeneriert, wenn man sich ausruht. Hier kann ich noch wieder was einsammeln. Nee, ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwie runter sprinten quasi, dass ich dann so da runterrutsche. Oh, da sind Kobolde schon wieder. Da ist noch einer. Oh, Level 7. Gut, dass ich diese Standardpfeile nicht, dass sie nicht leer werden. Oh, Laufbahn. Laufbahnrangaufstieg, Leute.
Da ist auch noch irgendein Dorf. So Leute, zeigt uns doch mal bitte jetzt den Weg hier. Oh, da ist noch eine Truhe. Seems I've drawn the short straw. Of course I wouldn't dream of complaining about it. 540 Gold. Die waren doch auf der anderen Seite. Dann sind wir einfach komplett an den, also wo ist Gregor? Mach's gut, Piccavelli, viel Spaß. So enjoy seeing this obstacle smashed to pieces. If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. I would gladly be available. Ooh. I'd wager our merry band can handle whatever comes. Capable comrades are a boon indeed. There's no great shock to me. Wo sind wir jetzt hier? One can see far to the distance from here. Perhaps we might take a moment to savor the scene. Dies ist ein herrlicher Anblick. Die Landschaft scheint sich in alle Richtungen zu entfalten und ihre Geheimnisse dem geduldigen Beobachter zu offenbaren. I quite agree. Jaspis. Ja, aber wo sind Konrad und die anderen? Boah. Genau, Wassermarsch. Leute, wir haben die Typen verloren. This is rather thrilling. Und da bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Wo war denn jetzt der Gregor, wo sind denn die hin? Wo haben wir die denn verloren? Hier waren wir doch noch zusammen. Wo haben wir die verloren? No harm in picking a few. Oder bin ich einfach komplett falsch gelaufen? Und wir müssen wieder da unten zum Dorf. Habt ihr irgendwas mitbekommen, wo ich die verloren habe? Boy, where do you think you're going? Our destination is the border checkpoint. In Anbetracht der jüngsten Flut an Monsterangriffen wird der Ochsenkarrenbetrieb bis auf Weiteres eingestellt.
Ja, ne, als wir da runtergejumpt sind, aber wo sind denn die jetzt hin? Das ist irgendwo südlicher von hier. Ich finde die jetzt halt auch gerade nicht. Aber die sind schon mit uns mitgelaufen, ne? Also wir waren hier schon generell am richtigen Weg, oder? Wahrscheinlich sind die da hinten einfach weitergelaufen. Da sind wir durch. Geht es dann weiter, wenn wir hier weiterlaufen? Jo, da sind sie. Sorry, Leute, wir haben ein bisschen gebraucht. Wir haben uns dezent verfranst. I shall bid them open the gate. Wir haben sie. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. It is uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? All's been arranged. Come, let us pass through the gate. Oh Gott, und ich trete jetzt hier so in die Stadt ein. Peinlich. Komm, hier gibt's da bestimmt noch irgendwo eine Truhe, wo ich richtig coole Klamotten drin finde. Ah, guck, hier war meine Brücke. So Gegner werden wir hier jetzt wohl nicht antreffen. An ox cart was meant to meet us. Ah. Yet it is nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best. Okay. Tis a chest. I shall take a look inside. Ah, ja, das ist lieb, Nala. Trockenobst war drin. Ja, ich streame morgen. Eventuell werde ich da tatsächlich sogar auch noch mal Dragon's Dogma streamen. Ich weiß es noch nicht genau. Boah. Bock hätte ich auf jeden Fall drauf. Kann ich die bitte... Ich gebe sie mal an Nala. Ich weiß es noch nicht. Also ich hätte schon Bock, morgen nochmal Dragon's Dogma zu spielen, aber eigentlich ist ja morgen Elysia Online-Tag. Aber nächste Woche habe ich wahrscheinlich auch 2 Tage, wo ich länger streamen kann, dadurch, dass Ostern ist oder sogar 3 Tage.
Mit der Gespräch. Ach. Oh, guck mal, da kommen. Ach, wie süß. More marks of the dragon's fury. Its rampage must have weakened the earth here. Bis morgen, Isabel. A well-organized pack is my specialty. I'll see to it your burdens are shared between us pawns. So eine Logistiker-App, die brauchen wir eigentlich nicht. Ach, ganz interessant, dass wir uns hier alles noch angucken können. Interessant. Ich packe die mal zu den Favoriten hinzu. Aber ich bin ja schon ein Bogenschütze. Von daher würde sie jetzt gerade nicht wirklich Sinn machen. Sunset draws near. Where we do not fall prey to enemy ambush. Look, Master! Goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. You have my protection. Oh, ich wollte den zurückkickenden Schuss machen. Aber da war ich zu langsam. Ist noch einer hier hinten irgendwo? Ah, okay, wir haben alle. So, Nala hat wieder ein Level up. Können wir hier noch irgendwas looten? Nala ist jetzt auch Laufbahn 3 vom Magier. Richtig gut. Es läuft doch hier. Ach, das freut mich sehr, das zu hören. Isabel, falls du noch da bist. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm. Der frühe Greif fängt den Wurm, sagt sie. Aua. Die Nala geht da unten ganz schön ab. Alter, die hat einfach alle verbrannt hier. Eine getrocknete Knolle, wow. Ich hätte gerne mal 1100 Gold. Das ist natürlich sehr nice. Das hat sich gelohnt. Aber es hört sich immer noch sehr nach Kampfgeschehen an hier gerade. Warte mal, sind die da unten? Wie kann ich denn? Irgendwie kann ich doch meine. Ja. Irgendwie kann ich doch meine Laterne anmachen. Guck, die haben jetzt auch die Laterne alle an. On the road ahead. Ja, dann müssen wir erstmal, müssen wir da natürlich hin. You truly are formidable, Arisen. Hey, hat die uns gerade, haben wir gerade abgeklatscht? Wie cool war das denn?
Ist jetzt natürlich ungünstig, dass es schon so dunkel ist. Der Verlauf der Zeit. Zeit ist ein stetig fließender Fluss in dieser Welt und die Aktivitäten und Verhaltensweisen ihrer Bewohner reflektieren dies. Leute bleiben eher nicht den ganzen Tag am selben Ort und tauchen eventuell nur morgens, nachts oder mittags auf. Um die Zeit verstreichen zu lassen, kannst du entweder in einem Gasthaus bleiben oder einen der speziellen Sitze nutzen, die draußen an bestimmten Stellen zu finden sind. Bei Einbruch der Nacht kannst du bloß den Boden vor deinen Füßen sehen und die Dunkelheit ruft furchterregende Monster auf den Plan, die man bei Tag nicht sieht. Erkunde die Wildnis nach Sonnenuntergang auf eigene Gefahr und sorge dafür, dass du eine Laterne im Gepäck hast. Manche Gegenstände, die gesammelt werden können, verändern sich mit der Zeit, indem sie reifen und schmackhafter werden. Es gibt auch solche, die, wenn sie genau richtig altern, nützlich bei der Kombination von Materialien werden. Besonders rohe Gegenstände solltest du jedoch im Auge behalten, da es unangenehme Nebeneffekte haben kann, etwas zu verzehren, das seine beste Zeit hinter sich hat. Gewisse Objekte und Strukturen, die durch deine Angriffe zerstört werden können, erneuern sich, nachdem eine bestimmte Zeitspanne verstrichen ist. Gleichermaßen wachsen Früchte, Beeren und andere Flora, die gesammelt werden kann, nach einiger Zeit nach. Boah, hier siehst du ja echt gar nichts mehr. Something arisen? You're looking rather lost. Pray, light your lantern, Master. Ah, hier. Steuerung R. Das Blöde war aber ja, dass dann ja noch mehr Monster kommen. Look there. Methinks I spy aught of use. Let us ponder how best to proceed. Hallo, kann ich mal aufstehen da? No, die Daniela ist platt. Verlust und Wiederbelebung von Vasallen. Vasallen werden bewegungsunfähig, wenn ihre Gesundheit auf Null sinkt und können sich nicht ohne Hilfe von der Stelle, an der sie gefallen sind, rühren. Wenn du deinen Vasallen über längere Zeit in unbeweglichem Zustand verbleiben lässt, ist er verloren und wird aus deiner Gruppe entfernt. No, der Erweckte kann versuchen, einen Vasallen wiederzubeleben, indem er sich ihm nähert und ihn berührt. Wenn mehrere Vasallen in der Nähe bewegungsunfähig sind, kann der Erweckte sie gleichzeitig wiederbeleben. Die maximale Gesundheit eines wiederbelebten Vasallen entspricht der verbleibenden Gesundheit des Erweckten. Das war heftig. Ein Arzneitrank. Und was soll jetzt hier bitte Tolles sein? Das Ausrufezeichen. Oh, da oben ist so ein Lager. Oh, hier. Die kommen halt nur bei Nacht raus, die Skelette. Ja, guck, dann haben wir die Nacht doch auch schon mal miterlebt. Daneben geschossen.
So, Lager aufschlagen, jawohl. Wir haben noch zweimal bescheidene Lagerausstattung. Dann, weil wir haben ja jetzt, glaube ich, hier eigentlich alles, wir haben doch jetzt die Gegner alle so weit platt gemacht, oder? Dann würde ich nämlich sagen, dann übernachten wir jetzt hier bis zum Morgen. So. Oh, Leute. Ein Treasure Chest in this area, okay. Warte mal, Gegenstände haben wir jetzt? Jetzt haben wir nur noch eins, ne? Die Nala hat eins. Ne, der Korban hat auch eins. Da brauche ich die nicht. Das ist natürlich spannend. Das ist natürlich spannend. Ihr Lieben, ich würde aber sagen, ich suche jetzt mal jemanden, wen ich raiden kann. Also ich muss mal schauen. Ich hätte schon Bock, morgen nochmal Dragon's Dogma zu spielen. Ich finde es richtig, richtig, richtig nice. Mir macht es sehr viel Spaß bislang. Und, mein erster Eindruck, es nervt mich tierisch mit dem einen Spielstand. Es nervt mich tierisch, dass man einen Spielstand nicht löschen kann. Bis auf das bislang wirklich gut. Also mir macht Spaß. Ich habe jetzt noch keine krassen Probleme irgendwie mit der Performance feststellen können. Story nimmt so langsam Fahrt auf. Das Kampfsystem ist eigentlich intuitiv. Es ist nicht mit irgendwelchen krassen Kombos, zumindest bislang. Ich finde es sehr, sehr gelungen. Wie gesagt, wenn ihr euch auch mal in dem Character Editor ausprobieren möchtet, am PC könnt ihr euch dann eben über Steam kostenlos runterladen. Ich weiß es nicht, ob es den auch für die Konsole gibt. Das Spiel gibt es auf jeden Fall für den PC, für die Xbox und für die PlayStation. Da könnt ihr auch nach Herzenslust einmal rumprobieren. Das geht auch so, ohne dass ihr euch das Spiel kauft. Ja, mein erster Eindruck. Anders als die Rezensionen auf Steam vielleicht denken lassen, wirklich gut. Deckt sich mit dem, was ich bislang so an ersten Reviews auf YouTube gesehen habe, die eigentlich alle ziemlich angetan gewesen sind von dem Spiel. Mir gefällt's. Das Spiel sieht interessant aus. Worum geht's da, fragt Namine gerade noch auf YouTube. Wir sind eine Erweckte. Uns wurde das Herz von einem Drachen rausgerissen, in Anführungsstrichen. Damit sind wir so ein bisschen, also unsere Aufgabe ist, wohl scheinbar über die Welt zu wachen. Aber wir kommen jetzt gerade erst langsam, aber sicher wieder an die Erinnerung zurück. Und es ist was Komisches passiert. Eigentlich gibt es immer nur einen Erweckten. Und in der Hauptstadt sitzt ein Erweckter am Thron. Aber jetzt kommen wir halt noch daher. Das riecht nach Konflikt, Leute. Und das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob ich es morgen wieder streame oder ob ich erst nächste Woche weiter streame. Lasst euch einfach mal überraschen. Ich gebe euch da morgen auf jeden Fall Bescheid drüber. Ich gucke jetzt mal gerade noch, wen wir auf Twitch vielleicht raiden könnten. Streamt vielleicht jemand das auch? Oder auch irgendwas? Wir könnten Elden Ring, geht zumindest in eine ähnliche Richtung. Naja, was heißt ähnliche Richtung? Zumindest ähnlich von der Grafik her. Sagen wir so. Dann schicke ich euch nämlich heute nochmal zur Nadino weiter, weil den meisten kommt gerade Final Fantasy VII, den ich folge. Und Rebirth ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Nicht, dass ihr da irgendwas seht, was ihr erst bei mir sehen sollt. Genau, was haben wir sonst noch? Ja, genau. Dann schicke ich euch dahin weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, egal ob zu Dragon's Dogma 2 oder zu Elysia Online. Da gebe ich euch, wie gesagt, nochmal Bescheid. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart und mich mit euren Views unterstützt habt. Auch Dankeschön nochmal an die neuen Subs und an die Gifted Subs. Vielen lieben Dank und habt einen entspannten Freitagabend. Tschüss.